Jo, was geht heute Abend? Diesmal im gemütlichen Home-Studio. Der gute Malcolm wacht über uns, wird alles abknallen, was an blödsinnig liberalen Argumenten uns entgegengeworfen wird. So ist das, so ist das. Ja. Willkommen bei der 9. Folge 99 zu 1. Heute haben wir einen Kesselbund, das sage ich jedes Mal, das ist voll die ausgelutschte Figur. Anyway, wir haben heute im Senf, möchte ich persönlich heute Sorry. Fehlerkultur. Was? Sorry, der falsche Sound. Genau. Wir haben im Senf heute Fehlerkultur und warum wir Fehler machen müssen und verzeihen können. Dann haben wir im Zündfunken maximale Depression, weil Nadine über den Klimabericht des IPCC redet. Das wird richtig scheiße. Ja, das wird wehtun, auf jeden Fall. Wir werden alle sterben. Anyway, dann haben wir ein sehr geiles Interview mit Uwe von der Gewerkschaft Deutsche Lokführer. Das wird ziemlich, ziemlich cool im Klassenkampfsport. Dann natürlich der Namensgeber der heutigen Sendung mitbekommen im Lobbyland ist Marco Bülow. Das ist dann auch das große Interview für heute. Und im Stammtisch machen wir Kamerasysteme in Amazon-Lastwagen, den Hambacher Forst. Was noch? Die Wahl, natürlich die Wahl. Wir müssen. Was fällt mir noch ein? Was hast du noch? Schauen wir mal. Wir haben ja noch die Wahl in Österreich auch noch. Ich hoffe, das habt ihr Genau, die Wahl in mitbekommen. Österreich. Ja, Wir wollen ja, noch ein ja, bisschen kurz über Guinea sprechen. Jo, ein paar Sachen gibt es noch. Hervorragend. Dann würde ich sagen, wir starten gleich rein in den. Wer schreibt Protokoll? Mach du bitte. Immer der fragt. Immer der fragt. Also. Jo, liebe Leute, im Senf geht es mir heute um Fehlerkultur. Und am Anfang habe ich überlegt, ob ich einen Senf mache, der so ein bisschen in die Richtung geht, dass man ein bisschen mehr verzeihen sollte, nicht immer so im Gestrigen von Leuten herumtreten sollte. Habe dazu einen wahnsinnig geilen Artikel gelesen von, muss ich kurz raussuchen, De Boer heißt der Nachname, A Planet of Corpse, den werden wir auch verlinken. Er ist ziemlich geil und sagt dann eigentlich schon so viel, dass ich mir dachte, ist auch ähnlich mit dem Vampire Castle, also möchte ich da nur kurz drauf eingehen und zwar tatsächlich auf die Tatsache, dass ich finde, dass wir als Linke eine ungesunde Fehlerkultur haben. Und dem möchte ich mich heute kurz von zwei Seiten nähern. Das eine ist eben dieses Planet of Corpse-Attitüde. Es ist, dass wir noch mehr als den anderen Leuten, also dem Klassenfeind, auf den Sack zu gehen, gehen wir uns gegenseitig auf den Sack und probieren uns und sind böse aufeinander, weil irgendwer hat Absatz 3, Seite 42, Kapitel 5, Band 3. Volume 3, Marx das Kapital, anders verstanden als du und deswegen ist er ein Arschloch. Das finde ich persönlich schwierig. Auch finde ich es tatsächlich schwierig, wenn wir Leute nicht sich entwickeln lassen. Zum Beispiel, dass Leute eine politische Entwicklung zurücklegen und dann zum Beispiel zu Linken kommen oder zu sozialistischen oder zu anarchistischen Ideen und ansprechbar werden dafür. Und das, ja, ich habe oft die Diskussionen zum Beispiel, dass dann irgendjemand früher harmlos bei der CDU war und dann heißt es, der war doch bei der CDU die ganze Zeit. Und das, ja, es geht natürlich auch noch schlimmer. Und zwar hänge ich mich da gerade so ein bisschen dran auf. Ich habe das, wann habe ich es gelesen? Gestern oder sowas. Es gibt jetzt gerade wieder wegen der Wahl ganz viele Leute, die in die Partei Die Linke eintreten. Wieder schöne Performances. Bin mir hundertprozentig sicher, dass das keine belastbaren MitstreiterInnen werden für die Partei. Hundertprozentig? Was? Hundertprozentig? Was? Bist du dir hundertprozentig sicher? Naja, sagen wir mal 90%. Ja, ich wollte gerade sagen, wir reden jetzt hier über Fehlerkultur und Humility. Nein, und aber so. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die meisten, ich bin mir absolut sicher, dass die ah, meisten. Dass die meisten. Schöner Trick, schöner Trick. So kann man das auch machen. Nein, ich bin mir absolut sicher, dass die meisten davon das halt aus Performance machen und nicht unbedingt zwingend wirklich jetzt stabile Genossinnen im Klassenkampf werden. Da ist zum Beispiel eine dabei, ich habe ihren Namen jetzt vergessen, mein Gott, oh, mein Hirn, wirklich ist das schlimm, aber die früher bei der AfD war, auch ein Buch darüber geschrieben hat und die Leute gleich. Franziska Schreiber. Ist sie das? Kann sein, dass sie das war. Ich Und glaube. dann die Leute gleich, oh, die war bei der AfD, die will ich nicht bei der Partei Die Linke. Und dann denke ich, ja, wir können individuell immer darüber reden, ob Sinneswandel. Ah, Lisa Licentia gibt es auch. Genau, ob ein innerer Sinneswandel glaubwürdig ist oder nicht. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Diskussion. Was ich nicht mag, ist dieses Sofortabschreiben mit, die war doch bei der AfD. Das ist kein Argument. Viele Leute haben blöde Ideen früher gehabt in ihrer Pubertät oder sowas oder haben irgendwie mal vielleicht auch nur die falsche Abzweigung im Kopf genommen. Nicht alle davon sind Arschlöcher. Was mich ein bisschen dazu führt, dass wir grundsätzlich mal über Fehler reden müssen. Und zwar
über die Tatsache, dass wir Fehler machen müssen. Wir müssen Fehler machen. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir die Lösung für dieses hochkomplexe Problem bereits parat haben. Und jeder, der das behauptet, Bullshit in meinen Augen. Es gibt diesen wunderschönen Spruch, ich glaube, der ist von den Zapatisten aus Mexiko. Der ist, Fragen schreiten wir voran. Pedram hat das damals in dem Interview schon gesagt. Und genau so sollten wir das auch ein bisschen halten. Wir wissen ein paar Dinge, wir haben ein paar Sachen untersucht. Wir können von ein paar Sachen auch ausgehen. Es ist nicht so, dass wir völlig im luftleeren Raum hängen. Aber wir wissen zum Beispiel nicht hundertprozentig, wie wir uns langfristig verhalten können zum Beispiel. Gerade dieses langfristige, mittel- und langfristig ist immer super schwierig zu planen, weil zum Beispiel der Kapitalismus oder die Liberalen sich in Rekordgeschwindigkeit auf das einstellen, was wir machen wollen. Das hat bisher eigentlich immer dazu geführt, dass sie zum Beispiel unsere Bewegungen relativ schnell ausgekapselt, ausgesondert haben oder in eine Defensive gegangen sind oder sogar in einer Aneignung, die es dann schwierig gemacht hat, mit dem Kurs, den wir eingeschlagen haben, weiterzumachen. Und diese Sachen können wir nur ändern, indem wir Schritt für Schritt gehen, uns angucken, was haben wir gerade getan und vor allem über die Fehler, die da passiert sind, reden. Ein schönes Beispiel an der Stelle ist der Mietendeckel gewesen. Der Mietendeckel ist baden gegangen. Es war schrecklich, dass er baden gegangen ist. Für mich eine große Niederlage in der Linken gewesen. Und dann hieß es sofort, ja, dann gleich enteignen. Könnt ihr euch an den Senf von Nadim noch erinnern, der dann sehr, sehr wütend war. Er hat gesagt, ein bisschen Pessimismus. Ich meine gar nicht so sehr Pessimismus, aber ich meine ein Innehalten und aus den Fehlern lernen. Und vor allem, das ist ganz wichtig, deswegen finde ich immer noch, dass es gut war, diesen Mietendeckel überhaupt zu probieren. Wir müssen ausprobieren. Wir müssen einfach experimentell vorgehen. Einen Schritt nach vorne, schauen, wie das System sich verhält, vor allem in Reaktion auf uns. Und dann den nächsten Schritt machen. Weil wenn wir alles schon vorausplanen und glauben, wir haben nur einen ganz sicheren Weg, dann werden wir erstens in meinen Augen uns in Idealismen und Ideologien verlieren, dadurch nicht mehr pragmatisch agieren können, was häufig auch katastrophale Auswirkungen auf eine Bewegung hat. Außerdem hat es der Kapitalismus schlicht und ergreifend leichter, uns unschädlich zu machen. David Harvey hat da, glaube ich, mal was sehr Schönes drüber gesagt, dass bisher jede Bewegung einfach angeeignet und ausgeschaltet wurde, weil sie zu gleichförmig war. Weil es die Massenbewegung oder die großen Bewegungen immer einen Kurs hatten. Ich glaube, dahin könnten wir entgegenwirken, wenn wir andere Diskurse zulassen, zusammen Fehler machen und zusammen über diese Fehler iterieren, ist da das Zauberwort. Und zwar, dass wir die Sachen wieder und wieder probieren. Ich habe diesen Ausdruck, ich glaube, es war Oscar Wilde. Try, fail, try again, fail better. Und ich glaube, das ist ein Gestus, den wir uns ein bisschen vor Augen halten sollten. Natürlich in gewissen Maßen, ganz, ganz große Niederlagen können katastrophal sein, aber tatsächlich der Mut zum Fehler ist mir gerade wichtiger als Niederlagen. Von Niederlagen haben wir eh genug, aber vom Lernen haben wir noch nicht genug gerade. Ich habe ein Beispiel. Ja? Ich habe einen Fehler gemacht. Welchen? Ich habe die Kamera so eingestellt, dass man die Display-Information auf dem Display sieht. Und das muss ich jetzt schnell ändern gehen. Dann haben wir was gelernt fürs nächste Mal. Genau. Ich bin mal kurz weg. Wir kommen dann auch als nächstes zum Zündfunken. Ich kann noch ein bisschen Fließtext reden, schauen, ob man das mal genau. Mach mal bitte einen kleinen Stall. Kurz zu verkürzt das Denken über das Sein, sagt Leftwinger 81. Jetzt muss ich kurz hier. Wer ontologisch denken will, muss ontisch irren. Ontisch irren? Was ist ontisch irren? Linksstudio sagt Telegram. Was sagt Telegram? Er sagt, dass das Menü zu sehen ist. Ja, jetzt ist das Menü weg. Passt. Yay. Also so ist das halt, wenn man zum ersten Mal im Homestudio ist und keinen Produzenten mit dabei hat, weil der busy ist. Ja, dafür kriegst du noch Ärger. Nein, aber er darf ja auch einen Fehler machen. Und genau. Ich darf ja auch einen Fehler machen. Alles gut. Alright, wollen wir weitergehen zum Zündfunken? Oder wir gehen weiter zum Zündfunken, genau. Alles klar, Zündfunke ist next. So, Leute, Klimawandel ist ja ziemlich heiß, war auch lange Zeit ziemlich heiß mit der Bundestagswahl. Da haben uns einige Parteien, also ein oder zwei Parteien, wahrgemacht, dass sie da irgendwas Ernsthaftes gegen unternehmen wollen. Und was ich heute eigentlich machen will, ist euch mal einfach nur vorzustellen, so gut wie möglich zusammengefasst vorzustellen, was in dem 6. Bericht des IPCC im August rauskam. Dieser Bericht ist 4000 Seiten lang.
Das heißt, es ist irgendwie so ein Wälzer. Natürlich habe ich das nicht alles gelesen. Aber es gibt eine ziemlich gute Zusammenfassung. Die ist dann nur 30, 40 Seiten lang und da bin ich ein bisschen durchgegangen. Und der Bericht wird zusammengefasst im Endeffekt, also in dem letzten Teil des Berichts sagen sie im Endeffekt, das ist quasi die letzte Chance, eine Klimakatastrophe zu vermeiden. Das haben wir auch irgendwie jedes Mal, oder? Seit 20 Jahren oder so. 2013 kam der letzte Bericht, das heißt, es ist auch jetzt schon wieder 7, 8 Jahre her. Darf ich ganz kurz zwischenhaken? Mhm. Der Bericht ist diesmal sogar vorab geleakt worden, damit er nicht vorbereitet kommentiert werden kann. Ah, interessant, das wusste ich gar nicht. Ich meine mich daran zu erinnern, dass die Wissenschaftler, die an diesem Bericht beteiligt waren, ihn geleakt haben, weil sie gesagt haben, bevor sich das System auf ein Narrativ einigen kann, droppen wir den einfach mal. Ich glaube, das war die Motivation. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Guter Move. Genau, 2013 war der letzte Bericht. Die Beweislage ist ziemlich klar laut diesem Bericht. Wir kennen die Ursache für globale Erwärmung. Wir wissen, und das natürlich ist die globale Erwärmung menschlich verursacht, beziehungsweise durch menschliche Aktivitäten. Wir wissen, um wie viel Grad sich sogar der Planet bisher erwärmt hat. Das sind ungefähr 1 Grad. Wir wissen, wie sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre seit präindustriellen Zeiten verändert hat. Das sind mittlerweile 30% mehr CO2 in unserer Atmosphäre als vor der industriellen Zeit. Wir wissen, dass die gegenwärtige Erwärmung von dieser historischen Luftverschmutzung verursacht wurde, die wir unserem Produktionssystem auch erzeugen. Und wir müssen eigentlich einige Millionen Jahre in die Vergangenheit schauen, um auch nur einigermaßen zu replizieren, was wir heute sehen an Veränderungen auch in der Geschwindigkeit, wie wir sie sehen. Also im Pliozän, so heißt dieses Zeitalter, vor 5,3 bis 2,6 Millionen Jahren, war die CO2-Konzentration bei 360 bis 420 Particles per Meter. Parts per Million, Entschuldigung. Sorry, falsch vorgelesen. PPM, das ist so eine Einheit, womit man misst, wie viele CO2-Partikel sich in der Luft befinden. Also nochmal 360 bis 420 Parts per Million, 5,3 Millionen Jahre bis 2,6 Millionen Jahre vor heute. Und heute sind wir bei 415 Parts per Million. Und das ist also der Moment, in dem wir etwas Ähnliches sehen können, ungefähr so 5 Millionen Jahre vor heute. Es gibt eine kürzere Zusammenfassung, wie gesagt, das ist ein PDF, die werde ich auch in die Beschreibung von dem Video stellen. Und dort wird gesagt, dass die Erderwärmung eindeutig durch menschliche Aktivitäten verursacht wurde. Wir würden da hier bei 99:1 Widerstand geben und sagen, es ist definitiv nicht einfach nur die Menschheit in dem Sinn, denn nicht jede menschliche Gesellschaft, vor allem nicht jede Produktionsweise hätte zwangsläufig in diese Richtung laufen müssen. Aber auf jeden Fall eine, die eben so produziert, wie wir produzieren und sich so reproduziert, wie wir uns reproduzieren. Das Interessante daran, und das sagt auch der Bericht, ist, dass wir eigentlich all diese Dinge schon seit den 50er Jahren wissen, wirklich seit den 50er Jahren. Vor allem die Ölindustrie wird seit spätestens 1959 gewarnt vor genau diesen Auswirkungen der Extraktion von Öl. Exxon und BP, es gibt mittlerweile da veröffentlichte Dokumente aus Meetings und so weiter. Und auch Briefe und Korrespondenzen, für die war es völlig eindeutig klar, was die Konsequenzen dieser Ölaktivität sein würden. Und die haben trotzdem über Jahre und Jahrzehnte weitergemacht, natürlich bis heute weitergemacht. Tatsächlich dann auch, und da sind einige Skandale auch an sich gekommen, Informationen sogar erst versteckt und zurückgehalten, mit aktiver Propaganda dagegen gekämpft, mit Politik auch dagegen gekämpft, also Lobbyismus. Ebenso wie die Zigarettenfirmen damals, als rauskam, dass Zigaretten Krebs verursachen zum Beispiel, ne? Gar nicht groß anders. Die Schuld liegt also erstmal gar nicht bei der Menschheit, sondern liegt beim industriellen Kapitalismus oder beim Kapitalismus an sich und vor allem bei der Abhängigkeit des Kapitalismus von diesen fossilen Brennstoffen, weil die sind halt notwendig für allerlei Energieerzeugung, Transport und so weiter. In den letzten 25 Jahren waren die reichsten 1%, welche hauptsächlich im globalen Norden angesiedelt sind, also in Deutschland, in Europa, in USA, für mehr als doppelt so viel Luftverschmutzung verantwortlich wie die unteren 3,1 Milliarden der ärmsten Hälfte der Menschheit. Also nochmal, die reichsten 1% dieser Welt haben in den letzten 25 Jahren mehr als doppelt so viel Luftverschmutzung verursacht wie die untersten 3,1 Milliarden. Da isst du weiter, Burger. Eine Studie aus den USA zeigt, dass 10% aller Haushalte in den USA verantwortlich sind für über 45% der Energieausgaben
Und auch für über 75% des Flugverkehrs. Ja, also 10% der Menschen in den USA sind verantwortlich für 75% aller Flüge in den USA. Aller Personenflüge natürlich. Es gibt dieses eine Factoid, was ziemlich viele von euch bestimmt gehört haben, die Idee, dass 100 Firmen auf der Welt verantwortlich sind für 70% der Greenhouse-Emissionen seit 1988. Das ist ein bisschen missverständlich. Da hat uns jemand im Kommentar auch, wir hatten da so eine kleine Diskussion mit Who Knows. Deswegen will ich das jetzt auch nochmal genauer ausführen. 100 Firmen auf der Welt sind verantwortlich für 70% der Greenhouse-Emissionen, bedeutet, das sind 100 Öl- und Rohstoffextrahierungsfirmen, die verantwortlich sind, dass diese Rohstoffe aus dem Boden extrahiert werden, um dann halt benutzt zu werden. Die sind nicht tatsächlich die Firmen, die dann auch diese Rohstoffe verbrauchen, sondern sie sind nur die Firmen, die diese Rohstoffe extrahieren. Ja, das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das muss man hinzufügen, ansonsten ist das natürlich alles auch nicht korrekt. Aber ja, Folge ist, das Großkapital ist der Hauptluftverschmutzer, signifikant mehr als alle anderen Gruppen. Selbst die reichsten 1%, also wenn man sich nur diese reichen Globetrotter sich anschaut, die kommen da nicht mal ansatzweise ran, was die Kapitalisten und die industriellen Großfirmen alles auf die Beine stellen. Kommen wir zurück zum IPCC. Auf 4000 Seiten werden eine Unmenge von Daten zusammengetragen. Also wirklich, das ist auch unheimlich schwer zu lesen, weil es ist wirklich dann fast alle Daten auch da ausgedruckt werden. Und die füttern dann verschiedene Modelle und Szenarios, die in diesem Bericht als Socio-Economic Pathways, also sozial-ökonomische Wege bezeichnet werden oder Szenarios. Ja. Diese Szenarios stellen dar, wann die Erdtemperaturen das sogenannte Paris Agreement von 1,5 Grad Erwärmung erreichen. Und da können wir auch mal ganz kurz uns diese Tabelle hier anschauen. Jo, die seht ihr jetzt auch. Wunderbar. Es gibt da also diese, ja, 5 Szenarios, die hier beschrieben werden. Und die werden abgekürzt mit SSP 1 bis 1.9. SSP bedeutet, wie gesagt, Socio-Economic Pathway. Alright. Das optimistischste Szenario SSP 1 bis 1,9 geht davon aus, dass wir die Emissionen so krass reduzieren können, also richtig, richtig ranklotzen, dass wir bis 2050 weltweit auf Net Zero sind. Das bedeutet, dass wir also keinen CO2-Überschuss mehr produzieren. Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre genauso viel abgebaut werden kann, wie wir ihn produzieren. Ja? Und das von Bäumen und von anderen Technologien, die wir dann auch noch erzeugen. In diesem Szenario muss es einen erdrutschartigen Shift in der Politik geben. Nachhaltige Entwicklung muss priorisiert werden. Das Wohlergehen der Gesellschaft muss über pure Profite gehen. Es wird in Bildung und Gesundheit investiert. Und generell sieht man überall auf der Welt die Ungleichheit, die ökonomische Ungleichheit zwischen Arm und Reich sinken. Extreme Wettersituationen in diesem Szenario steigen weiterhin an, aber die schlimmsten Auswirkungen der Klimaveränderung bleiben uns erspart. Dass die 1,5 Grad Erwärmung spätestens 2040 erreicht wird, dann 2060, das sieht man auch in der Tabelle, dieses Ziel überschreitet und dann am Ende des Jahrhunderts wieder sinkt. Es gibt kein einziges Szenario in diesem Bericht, das optimistischer ist als dieses. Und in diesem Szenario hebt sich der Meeresspiegel trotzdem um 2 bis 3 Meter. Also Holland ist weg. Genau, einige, also Holland selbst weiß ich jetzt nicht, das müsste ich nachgucken, aber also St. Louis ist weg, Bangladesch wird Probleme haben. Es gibt trotzdem weiterhin extreme Dürre und Hitze in bestimmten Bereichen der Welt, sowie extreme Regenfälle und die werden fast doppelt so wahrscheinlich, wie sie heute wahrscheinlich sind. Und viele dieser Änderungen sind bereits auch nicht mehr aufhaltbar, wie zum Beispiel die Meereserhebung. Also das ist gegessen, ja, das ist vorbei. Das Schmelzen des Polareises ist auch wahrscheinlich nicht mehr aufhaltbar und die damit verbundene Übersauerung des Ozeans. Und selbst die drastischsten und extremsten Interventionen, also wir reden ja eigentlich davon, den Kapitalismus auszuschalten, können also nur das Schlimmste vermeiden, können uns in dieses Szenario bringen, werden uns aber nicht zurückbringen in die moderaten Klimazeiten der letzten Jahrzehnte oder ja, der letzten 2, 3, 4 Jahrhunderte. Da kommen wir nicht hin zurück. That's over. Szenario 2. In diesem Szenario 2, SSP 1 bis 2,6, fallen die CO2-Emissionen zwar, aber Net Zero wird nicht erreicht vor 2050, sondern erst danach. Die sozioökonomischen Veränderungen aus dem ersten Szenario müssen dann auch erfüllt bleiben. Also es muss dann trotzdem quasi eigentlich der Kapitalismus eingezäunt oder ja, vielleicht abgeschafft werden im Szenario 2. Aber die Temperatur steigt bis 2060 auf 1,7 an und stabilisiert sich dann erst bei 1,8 und bleibt dann auch bei 1,8 Ende des Jahrhunderts. Drittes Szenario, SSP 2 bis 4,5.
Das ist so das Middle-of-the-Road-Szenario, also das Kompromiss-Szenario, was am wahrscheinlichsten ist. Laut diesem Bericht auch das Szenario, auf das wir eigentlich realistischerweise hinarbeiten können. Hier bleiben die CO2-Emissionen auf gegenwärtigen Levels, ähnlich wie heute, beginnen aber Mitte des Jahrhunderts 2050 zu fallen. Das heißt, nicht bis 2050 wird irgendwas erreicht, sondern erst danach beginnen sie zu fallen. Und erst 2100, also am Ende des Jahrhunderts, erreichen wir tatsächlich Net Zero. Nachhaltige Ökonomien und Verbesserungen in Ungleichheit müssen passieren, folgen aber dementsprechend erst später. Ja? Das sehen wir dann, wie gesagt, erst dann 40er, 50er, 60er Jahren dieses Jahrhunderts. Und wir werden am Ende eine 2,7 Grad Erwärmung haben. Ja, und dann wird es natürlich immer schlimmer. Das Szenario SSP3 7.0. Emissionen reisen beständig, die verdoppeln sich bis Ende des Jahrhunderts. Also wir kriegen das eigentlich nicht gebacken, da irgendeine Grenze zu schaffen. Länder treten jetzt stärker in den Wettbewerb. Es wird immer mehr harte nationale Grenzen geben, nationale Auseinandersetzungen auch, weil Nahrungssicherheit priorisiert wird. Also Leute müssen dann auf einmal jetzt sich darum Sorgen machen, wie sie essen und wie sie Wasser kriegen und so weiter. Der Zugang zu Nahrungsquellen, zu Wasser wird Ursache für Konflikte. Die durchschnittlichen Temperaturen bis Ende des Jahrhunderts steigen um 3,6 Grad. Und das letzte Szenario, das Sie auch dann beschreiben, SSP 5 bis 8.5, ist quasi Apocalypse. Ja? Und hier verdoppeln sich die Emissionen sogar bis 2050 schon. Die globale Ökonomie wächst genauso, wie sie jetzt gerade wächst, also auf so einem stetigen Pfad. Und durch weitere Ausbeutung von fossilen Energiequellen, durch die Lebensstile, die energieintensiv bleiben, wie unsere heute, steigen die Temperaturen dann auf 4,4 Grad. Ich mache mal das Bild wieder aus. Für diese einzelnen Szenarios werden keine Wahrscheinlichkeiten gegeben. Also es ist kein Modell im Sinne von, ne, dass da bestimmte Daten reingefüttert werden und dann quasi ein Computer berechnet, wie wahrscheinlich das ist. Aber die Emissionen und die Temperatur heute sind eigentlich bereits schon auf einem schnelleren Pfad als zumindest dieses SSP 1.9 und SSP 1.2.6. Wir sind 2021 an dem Punkt, wo sich die Erde bereits um mehr als ein Grad erwärmt hat. Und die Atmosphäre wird beständig durch CO2 angereichert. Und tatsächlich zeigen die Daten, das zeige ich jetzt auch nochmal hier, das ist ein anderer Graph, den habe ich nicht aus der Studie, sondern den habe ich von woanders her, den Link werde ich auch nochmal verlinken hier. Das Verhältnis der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und dem Temperaturanstieg. Und dann sehen wir hier bis 2021, dass das natürlich eine extrem enge Korrelation ist, die auch nicht zu vernachlässigen ist und deswegen auch wissenschaftlich einfach da keine Diskussion mehr ist, dass das der Fall ist. Also wirklich selbst die rechtesten Climate Denier streiten gar nicht mehr ab, dass es diesen Klimawandel gibt, sondern streiten eher ab, was... Ob der Menschen gemacht ist. Ja, oder... Einfluss nehmen können. Nee, ob wir Einfluss nehmen können, genau, und was wir da machen sollen. Aber wenn man sich diese Kurve anguckt und die dann weiter prognostiziert, dann kommen wir auf einiges höhere, kommen wir auf 1,8 Grad bis 2050. Die Daten... zeigen also, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass wir eines der ersten oder der zweiten Szenarien erreichen. Borderline unmöglich eigentlich. Und auf der Basis der heutigen CO2-Konzentration und der Temperatur ein Anstieg bis 1,8 bis 2050 erreicht wird und bis das Ende des Jahrhunderts mindestens 2,5, wenn man sich diesen Trend anschaut und wenn das nicht noch exponentieller steigt, als man es hier sieht. Yes, Daniel. Was bedeutet das dann konkret? Ich meine, 2,5 Grad, das klingt nach wenig. Ich weiß, dass es sau viel ist im Durchschnittswert, aber was sind die Szenarien? 2,5 Grad wäre dieses Middle-of-the-Road-Szenario auf jeden Fall. Also die ersten beiden Szenarien sind quasi außer Frage. Dieses Middle-of-the-Road-Szenario bedeutet dann, dass wir bis Ende des Jahrhunderts noch nicht über Verbesserungen in Ökonomie und Ungleichheit sprechen. Wir reden über, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber einen extremen Anstieg des Meeresspiegels. Das ist ein ziemlich scheißiges Szenario. Es ist kein Szenario, in dem ich sagen würde, dass die gesamte Welt, also wie jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, wahrscheinlich eher nicht so Unbequemes haben werden. Mhm. Aber so ziemlich alles drumherum. Das heißt, also wir sind fein raus, der Rest darf leiden. Fein raus würde ich nicht sagen, es wird sich krass verändern, es wird okay. Auch extrem, extrem anders werden und wir müssen uns da anpassen, wie wir wie, wie,
jetzt zum Beispiel Regenfälle immer intensiver werden zum Beispiel oder Stürme und Fluten passieren. Es wird allerdings nicht so sein, dass es in Deutschland eine komplette Dürre geben wird und damit dann überhaupt kein Land mehr bestellbar ist. Sowas wird zum Beispiel sowas wie diese, wir hatten das ja schon im Stammtisch, aber diese Brände zum Beispiel, die sind ja auch ein direktes Resultat des Rekordsommers gewesen. Brände wahrscheinlich in Deutschland auch eher. Nee, aber um uns herum. Und das aber um uns herum. Definitiv. Um uns herum genau. Und das wird, ich habe auch mal, ich glaube, John Gray hat das gemeint, dass es dann auch eine immensen Flüchtlingswellen geben wird, weil die Leute einfach verrecken. Das wird einfach auch nicht verhinderbar sein und da könnt ihr auch so viel wie ihr wollt darüber reden, wir wieder Grenzen ziehen und wir brauchen Migrationspolitik und so. Es wird nicht zu verhindern sein, es sei denn, ihr stellt euch wirklich an die Grenze mit Gewehren und stapelt da Leichen vor der Grenze. Dann könnt ihr das gehört sagen. Aber selbst dann ist es sehr fragwürdig, dass ihr die Hunderte von Millionen von Menschen aufhalten können werdet, die sich auf den Weg machen werden, um überhaupt zu überleben. Ja, Regierungsvertreter schlagen jetzt natürlich Alarm auf Basis dieses Berichts, allerdings natürlich auch nur in Rhetorik. Wir beginnen dann jetzt davon zu reden, das sei das Todesurteil der Fossilindustrie. Ja, Todesurteil der Fossilindustrie, wie machen wir das eigentlich? Oder beziehungsweise wie kommen wir da eigentlich hin? Dann fangen die halt an, von den Lösungen zu sprechen und dann reden sie halt nur davon, Subventionen streichen für Fossilindustrie, Finanzierung unterbinden. Und da wissen wir eigentlich aus vielen Studien, die ich auch nochmal zeigen kann, dass das nicht genug sein wird. Das wird nicht mal ansatzweise und auch nicht schnell genug irgendwie dafür sorgen, dass wir größere Katastrophen vermeiden. Es müsste eigentlich einen globalen Plan geben, fossile Brennstoffe komplett auszuphasen. Also komplett irgendwie dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr angewiesen sind auf fossile Brennstoffe. Natürlich wird jetzt dann viel über Steuern, Einschränkungen, Regulationen und sogar Verbote gesprochen. Ne? CO2-Steuer, das kennt ihr ja selber auch aus dem Wahlkampf. Niemand traut sich über Vergesellschaftung von diesen Unternehmen zu sprechen. Die Frage ist halt, wie willst du eigentlich... alles okay? Ja, ich wollte nur tatsächlich einen Kommentar einblenden, weil du gerade so im Brass bist. Alles klar. Nee, sorry, weil ich da gesehen, dass wir nicht live aussehen dort. Deswegen, alles klar. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Ah, Vergesellschaftung. Sorry. Niemand redet über Vergesellschaftung. Der einzige Weg eigentlich, wie wir diese Unternehmen, die Fossilindustrie unter Kontrolle kriegen könnten, ist durch Vergesellschaftung. Nur dadurch wären wir auch überhaupt ansatzweise in der Lage, global zu handeln und uns global zu koordinieren. Noch viel mehr, wir müssten eigentlich die Staaten dazu binden, Geld auszugeben, um in Technologien zum Abbau von CO2 in der Atmosphäre zu investieren. Denn wir sind mittlerweile schon an einem Punkt, das habe ich auch schon gesagt, wo einfach nur aufhören bringt nichts mehr. Das ist vorbei. Wir müssen jetzt eigentlich uns anfangen, Gedanken zu machen und richtig viel Geld zu investieren in Technologien zum Rausziehen des CO2 aus der Atmosphäre. Diese Technologien sind auch theoretisch machbar. Es gibt da schon viele Ansätze, aber die sind nicht mal ansatzweise praktisch skalierbar und umsetzbar, dass sie wirklich einen großen Effekt haben. Das heißt, Forschung und Entwicklung muss in diesem Bereich priorisiert werden. Technisch, finanziell wäre Dekarbonifizierung auf diese Art möglich. Es würde ungefähr 2,5% des globalen Bruttosozialprodukts benötigen. 2,5% des globalen Bruttosozialprodukts hört sich jetzt erstmal krass an. Das müsste investiert werden in Gebäude, in Fahrzeuge, in Transportsysteme und natürlich nicht zuletzt in den industriellen Produktionsprozess. Das hört sich viel an, aber ist im Vergleich zu den Kosten, die die Erderwärmung produzieren wird, für fast alle Länder auf der Welt, ein Bruchteil. Ja. Also diese zwei Sachen müssen wir machen, Vergesellschaftung und ein globaler Investitionsplan. Jetzt werdet ihr sagen, das ist Utopie, das wird niemals passieren. Das sagen ja auch alle Kritiker und das sagen ja auch alle Leute von rechts. Und ich muss sagen, manchmal habe ich das Gefühl natürlich auch, dass das eine Utopie ist. Aber nun ja, genauso ist CO2 oder Besteuerung von CO2-Bepreisung oder Besteuerung von CO2-Nutzung oder wie gesagt Subventionsstreichen utopisch. Das Zeug, was die Sozialdemokraten und die Grünen euch die ganze Zeit um den Mund. Sag mal, um den Mund. Um die Ohren hauen, würde ich sagen. Um die Ohren hauen, alles klar. Das ist nicht ansatzweise eine Option. Es gibt da keinen Weg, also statistisch gesehen keinen Weg, wie das irgendwie dazu helfen kann, dass wir Katastrophen vermeiden oder reduzieren. Wie gesagt, das zeigen viele Studien, ein paar werde ich verlinken. Ja, Leute, im nächsten Monat findet die US-Klimakonferenz statt.
Die beiden vorigen haben natürlich de facto nichts produziert. Es wurden Länder nur auf freiwilliger Basis irgendwie dazu aufgefordert, Zielemissionen zu erreichen, das sogenannte Paris Agreement. Sorry, nicht US-Klimakonferenz, UN-Klimakonferenz natürlich, das ist ein Typo, mein Fehler. Und wenn wir nur das Paris Agreement einhalten würden, weil es nochmal nichts Bindendes war, sondern freiwillige, ja, ein Tipp quasi, ein freiwilliger Tipp, mach mal so, wo natürlich dann auch viele Länder einfach einen Dreck drauf geben, würden wir bei einer Erderwärmung von 2,9 Grad bis 2050 landen. Also weit über das Middle-of-the-Road-Szenario hinaus, eher schon Richtung Apokalypse-Szenario am Ende dieses Jahrhunderts. Die nächste Konferenz wird mit aller Sicherheit ein ebenso großes Versagen, weil da gibt es keine Ansätze, vor allem nicht aus einer kapitalistischen Staatengesellschaft, sage ich mal, da wirklich was zu ändern. Wir sind also, sorry, um das jetzt so zu sagen, aber wir sind Fakt. Wir haben selbst in dem allerbesten Szenario eigentlich keinerlei Chance, dramatische Veränderungen und extremes Klima abzuwenden, und alle gegenwärtig vorgeschlagenen Initiativen und Vorschläge, die wir so hören, bringen uns nicht mal ansatzweise in die Nähe dieses besten Szenarios, das wir vorgestellt hatten. Was heißt das für uns? Das heißt, eigentlich müssen wir aufhören, Zeit zu verschwenden und über solche, ich sag mal, liberal-grüne Themen, Konsumkritik und CO2-Besteuerung und so weiter zu sprechen. Wir müssen radikaler werden, wir müssen über kompromisslose Enteignung, über Vergesellschaftung sprechen, wir müssen darüber reden, Marktmechanismen komplett zu entziehen, wir müssen global die Klimabewegung und die linke Bewegung global vernetzen, verbindliche Organisationen schaffen, die über den ganzen Globus sich spannen. Und das sind eigentlich alles die Dinge, über die niemand so richtig spricht. Außer vielleicht so wie wir, wo wir jetzt mal sagen, wir müssen das machen. Wir müssen uns, glaube ich, auf jeden Fall mehr Gedanken machen, wie wir da hinkommen, und weniger darüber reden, ob man Papierstrohhalme benutzt oder Plastikstrohhalme. Solange wir nicht alle Energie, die wir haben, und jede Zeit und auch jede Sekunde, die wir haben, in Systemkritik sprechen, sondern auch nur eine Sekunde verschwenden auf so CO2-Bepreisung, Steuern, Preismechanismen, Lastenfahrräder, Elektroautos, verschwenden wir die Zeit, die wir eigentlich nutzen könnten, und verschwenden auch den Fokus, den wir eigentlich brauchen von den Leuten, die wir eigentlich gar nicht mehr haben. Ja, wir müssen diese Ansätze, also meiner Meinung nach müssen wir diese Ansätze eigentlich ablehnen, auch wenn wir sagen müssen, natürlich ist es interessant, besorgt den Lastenfahrer, das ist nicht schlimm, und klar, Elektroauto ist gut für die Stadt, aber auf dem großen, auf dem Big Picture hilft es überhaupt kein politischer Akt. Ansatzweise. Vor allem, wenn du dir anguckst, wie ein Elektroauto produziert wird und wie viel Energie gebraucht wird, um ein Elektroauto zu produzieren, und wie viel Energie damit im Endeffekt am Ende gespart wird, kommst du nicht ansatzweise auf einen Net Positive. Wir müssen also, wie gesagt, diese Ansätze ablehnen und immer wieder darauf bestehen, dass wir ändern müssen, wie wir produzieren. Ansonsten sind wir am Arsch. Darf ich deinem beklemmenden Faktenarbeit noch ein bisschen emotionalisierendes Ranten anschließen? Nein. Weil tatsächlich, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe, also beziehungsweise ich, vielleicht sind viele Ansätze, die man von den Liberallinken oder von sagen wir mal, den Prenzlberger Grünkern Faschos hört, vielleicht sind viele von den Ansätzen nicht falsch. Oder richtig sogar. Veganismus, wie gesagt, Lastenfahrräder, weg von erdölbasierten Autos. Tatsächlich, ja. Aber, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das sind alles verdammte Fieberzäpfchen. Die machen nichts an der Krankheit. Sie senken vielleicht ein ganz, ganz bisschen das Fieber, aber die Krankheit schwert weiter. Es ist vor allem auch hochideologisch. Also, ja. Wir müssen, also wenn du kommst mit Lastenfahrrad und wir sollen irgendwie weniger Autos fahren oder so, ja? Da kannst du natürlich einen Engel, so einen Approach haben, einen Ansatz haben, der sagt, es geht darum, das Stadtleben zu verbessern. Fair enough. Da müssen wir nicht darüber reden, ne? Natürlich, weniger Autos in der Stadt. Why not? Ja. Mehr Platz und so weiter. Okay, fair enough, wenn es darum geht. Aber wenn du kommst und mir sagst, Klimawandel, wir müssen eigentlich an Elektroautos arbeiten, hast du dir auch nur eine einzige Statistik angeschaut darüber, wie viel Energie flöten geht beim Produzieren von einem Auto? Wir können nicht, das ist auch eine Sache, die die Linke ablehnen muss, wir können nicht die gleiche Energie, die wir gegenwärtig aufwenden, die gleiche Energie, die wir gegenwärtig durch fossile Brennstoffe erhalten, einfach nur
durch reproduzierbare Brennstoff, reproduzierbare Energie erzeugen. Das geht nicht. Wir müssen gleichzeitig auch reduzieren. Aber das hilft nicht, wenn du das zu Hause machst. Das hilft nur deinem Gewissen, wenn du das zu Hause machst. Und ich hätte sogar Sorge, es gibt sehr, sehr viele Leute, who knows, ist bestimmt auch so einer, mit dem habe ich letztens diskutiert, es gibt sehr, sehr viele Leute, denen ist das bewusst. Und die machen das dann halt zu Hause und kämpfen aber auch dafür in der Gesellschaft. Fair enough. Mach das, kein Problem. Würde ich nicht mal anfangen, dir das irgendwie auszureden. Ich würde gleichzeitig aber sagen, dass es eine extrem große Gefahr gibt, ein Potenzial gibt, dass viele Leute sich genau dann das anhören und Aufforderungen anhören. Oh, Lastenfahrrad, oh, Elektroauto. Und dass es damit, dass sie das dann auch machen und dass sich damit aber auch hat. Und deswegen sage ich, wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen uns auf der Linken konzentrieren. Es gibt da nur einen Weg. Wir müssen uns global organisieren. Wir müssen gemeinsam arbeiten, um Katastrophe zu verhindern. Und da hilft es dann auch eventuell A, nichts, jemanden davon zu überzeugen, dass er bitte, weiß ich nicht, in der Dusche pinkelt und nicht auf dem Klo, weil er damit Wasser spart. Wahrscheinlich werdet ihr die Leute damit sogar eher abschrecken. Und es hilft auch nicht, ihn zu überzeugen, dass er damit was Gutes tut, weil er damit eventuell nicht aktiviert wird, sondern sogar deaktiviert wird. Weil er dann sagt, okay, ich habe meinen Beitrag getan. Das ist auch ein normaler, der existenzielle Horror, dem wir hier gegenwärtig entgegenschauen. Die Sachen, die hier passieren werden, die ihr noch miterleben werdet, ziemlich sicher, die meisten Leute hier im Chat sind vielleicht so in meinem Alter, 30, vielleicht 40, sowas in der Richtung, 50 vielleicht, laut YouTube. Das werden wir noch einigermaßen miterleben, aber zumindest unsere Kinder oder die Kinder, die wir aus unserer Nachbarschaft kennen, die werden das miterleben. Und das Ausmaß an Horror, was wir da erleben werden, ist so riesig, dass es einen psychologischen Coping-Mechanismus braucht und sich immer wieder einreden muss, ja, okay, Moment, aber wenn wir doch bloß mehr Firmen hätten wie Tesla. Nope. Vor allem Tesla, nope. Leck mich am Arsch. Yep. Alright. Aber ich glaube... Ganz kurz, ich möchte noch auf eine Sache eingehen. Das ist das Geile an dem Live hier, weil Leftwinger hat Jeremy Rifkin die dritte industrielle Revolution ins Spiel gebracht. Ich kenn's nicht. Kennst du's? Nein. Cool. Aber ich habe schon mal gehört. Ich glaube, aber wird er mit Doppel-F geschrieben? Vielleicht. Keine Ahnung, aber gucken wir uns an. Wenn Leftwinger das sagt, gucke ich mir an sowieso. Genau, Genosse Leftwinger ist stabil. Der ist, glaube ich, seit fast Anfang an dabei. Alright, Leute. Dann war das der sehr aufregende und schöne und gar nicht deprimierende Zündfunke. Und wir kommen jetzt zum Klassenkampfsport. Klassenkampfsport. Machen wir vorher noch Patreon-Pitch und dann Klassenkampfsport. Machen wir Patreon-Pitch. Okay, Leute. Kurzer Patreon-Pitch und dann Klassenkampfsport. Wir sprechen mit der GDL. Uwe von der GDL. Ja, das ist richtig, also richtig geil. Richtig von der Front hier. Es gab doch diesen GDL-Streik vor, das ist jetzt schon 2 Wochen her. Und dann hattest du ein Interview mit jemandem aus der Gewerkschaft. Hammer-Interview, wahrscheinlich eines der besten, das wir hier gemacht haben. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Das sind 10 Minuten und dann sind wir gleich wieder da, bevor es zu Marco Bülow geht. Okay? Dann haltet die Ohren steif. Und übrigens ganz kurze Anmerkung, der Twitch-Stream ist anscheinend abgebrochen. Ich weiß leider nicht, warum. Kommt auf YouTube. Ich habe es schon gepostet auf Twitch. Ansonsten sagt den Leuten Bescheid. Also Fragen kriegen wir hin. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. Instagram sowieso, genau. Gebt uns dort einen Follow. Liked dieses Video bitte. Überhaupt jedes Video, das ihr euch anschaut, bitte liken. Warum nicht? Ist doch einfach nur ein Klick da. Damit helft ihr uns ungemein. Wenn ihr uns abonniert auf YouTube, klickt auch die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir live gehen. Dann könnt ihr dazukommen. Je mehr Leute live mit uns unterwegs sind, desto besser sind dann auch die Views und desto besser ist das für den Algorithmus. Wir haben außerdem ein Patreon-Konto. Genau. patreon.com/99:1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch ein Membership-Level aussuchen. Wir haben 3 verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese 9 Nachspiel-Episoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben. Und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me/99:1 Link, falls ihr denkt, naja, sind schon schnaffte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben. Insofern, wir sind wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle. Action. Yo.
Klassenkampfsport. Musst du noch den Trailer einspielen vom Klassenkampfsport? Der kommt ja gleich noch, aber du wolltest ja erst mal reden vorher. Achso, nee, ich wollte nach dem Trailer. Okay, dann mach ich jetzt den Trailer, Klassenkampfsport. Okay. Dun, 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 dun. Haha. Klassenkampfsport. Ganz kurze Einleitung noch. Wir haben das alle mitbekommen, der Bahnstreik hat eine ganze Menge lahmgelegt. Auch hier in Berlin war es für mich mehr als ärgerlich, von A nach B zu kommen. Es gab wie immer, dann, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, eine sehr, sehr krasse Hetzkampagne. Sogar die Tagesschau hat in meinen Augen reine Propaganda abgesondert, um irgendwie uns einzureden, dass dieser Bahnstreik ja generell vielleicht gerechtfertigt, aber bitte nicht jetzt und sowas. Also wirklich, wirklich ganz üble Nummer. Ich finde übrigens tatsächlich, dass das immer dann passiert, wenn man etwas richtig macht. Also man merkt immer daran. So wie wenn der Posner sagt, dass Nemiel Hassan jetzt doch die Show weitermachen sollte. Nein, andersrum. Nein, aber tatsächlich, wenn das System mit wirklich geschlossenem Widerstand gegen dich reagiert, hast du etwas richtig gemacht. Wahrscheinlich. Tatsächlich haben wir dann über Netzwerke, da möchte ich ganz gerne der AWA danken, die hat den Kontakt hergestellt. Direkt zur GDL haben wir uns dann einfach den Uwe geholt und haben gesagt, wir fragen mal die Leute an der Front, die wirklich an den Streikposten stehen und wie gesagt, geiles Interview. Ich bin sehr stolz drauf und jetzt feuerfrei. Uwe, willkommen bei 99:1. Uwe ist Mitglied der GDL und tatsächlich auch Lokführer, beteiligt am aktuellen Bahnstreik. Ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Wie kam es zu dem Streik und was ist der aktuelle Stand jetzt für euch? Sorry, Leute, da ist was schiefgelaufen. Ja, bei uns auch. Ach so, das hast du gerade geschrieben. Okay, wir probieren es nochmal. Videofile. GDL Stream. Ich mache mal den kleinen, okay? Vielleicht, ja. Uwe, willkommen bei 99:1. Uwe ist Mitglied der GDL und tatsächlich auch Lokführer, beteiligt am aktuellen Bahnstreik. Ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Wie kam es zu dem Streik und was ist der aktuelle Stand jetzt für euch? Ja, hallo. Erstmal der Streik, der jetzt von der GDL gerade geführt wird, das ist eigentlich ein normaler Streik wie jeder andere. Sollte es sein, Tarifrunde, man stellt seine Forderungen, man stellt seine Prozente auf, man sagt, was man an Arbeitszeit verbessern will, was man eben letztendlich in der ganz normalen Tarifrunde eben wieder reinholen will, Inflationsausgleich und so weiter. Und was jetzt die Runde so besonders gemacht hat, ist natürlich der Umstand, dass die Kooperation, die es bei der Bahn gab bisher, zwischen den Gewerkschaften, dass man sich ja toleriert, dass man sagt, ja, die GDL kümmert sich um die Lokführer und das Zugpersonal und die EVG um die Werkstätten und alle weiteren Bereiche. Dieser Vertrag wurde jetzt aufgekündigt von der Bahn im letzten Jahr, 2020, und sollte nicht verlängert werden. Damit kam das Tarifeinheitsgesetz in die Runde und hat die ganze Sache verkompliziert, weil die Bahn auch sehr stringent gesagt hat, nö, wir machen jetzt das Tarifeinheitsgesetz, sprich eine Gewerkschaft wird die führende Gewerkschaft sein, die Tarifverträge festlegt oder die deren Tarifverträge angewandt werden. So, und dann stellt sich die Frage, wer ist es denn bei der Bahn? Dann gibt es denn hunderte von Betriebe bei der Bahn und dann stellt sich die Frage, ja, wer ist es denn jetzt nur der glückliche Gewinner?
nach dem Tarifeinheitsgesetz, der dann seine Tarifverträge auch anwenden darf. Und da ging es dann Anfang des Jahres ja dann auch schon in die Auseinandersetzung, dass die Bahn einfach mal festgelegt hat, ja, wir sehen, dass da die Mehrheit ist so und da ist die Mehrheit so. Aber im Vorfeld hatte schon die GDL dann gesagt, wir machen jetzt Tarifverträge nicht nur für Lokführer. Mhm. Wenn es dieses Bündnis, diese Kooperationsabkommen nicht mehr gibt, sondern wir machen jetzt Tarifverträge auch für die Kollegen in den Werkstätten und in den Stellwerken und in den gesamten betriebsnahen Bereich und stellen eben uns als Gewerkschaft so breit auf, dass wir dann auch sagen können, wir sind eine Mehrheitsgewerkschaft in dem und dem Betrieb, weil wir vertreten auch die Kollegen aus den Werkstätten, aus den Stellwerken und nicht nur das Zugpersonal. Und das macht jetzt so besonders die Runde jetzt. Dazu kommen dann eben nochmal die Forderungen nach der Lohnerhöhung, wie das im öffentlichen Dienst abgeschlossen worden ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr euch sogar zu einer Nullrunde zwingen wollten dieses Jahr. Genau, die EVG hatte schon, als andere Bahngewerkschaft, hat schon einen Tarifvertrag hier abgeschlossen gehabt für dieses Jahr eben oder für die nächsten Jahre, im letzten Jahr schon. Da hat die GDL nicht mitgemacht, da war es für dieses Jahr eine Nullrunde und die Bahn will uns genau in diese Nullrunde jetzt auch reindrücken, wo wir alle wissen, dass die Inflation gerade mächtig beim Galoppieren ist nach oben und wir würden selbst mit den Forderungen aus dem öffentlichen Dienst, also den Abschluss des öffentlichen Dienstes, würden wir noch einen Reallohnverlust machen. Also sprich, das ist so verrückt, wir streiken für einen Reallohnverlust mittlerweile, weil die Inflation so hochgesprungen ist. Das ist bizarr. Wenn es denn jetzt nur die Lohnforderung wäre. Es ist ja nicht nur die Forderung nach dem Lohn, sondern auch nach der Corona-Prämie und auch die Alterszeit, die besondere Teilzeit am Alter, so heißt es richtig, die eben uns 45 Regenerationsschichten im Jahr mehr geben. Und das ist eben natürlich eine wichtige Komponente, die man so jetzt hier nicht mit Prozenten aufwiegen kann. Aber betrachtet man nur die Forderung nach Prozenten, dann wäre das eben ein Reallohnverlust. Ja, es ist schräg, wie dringlich es mittlerweile wird, oder was die alles ausprobieren, um Profite rauszuhandeln. Also ich glaube, die Bahn ist immer noch ein Staatskonzern, oder? Sie ist nicht privatisiert worden, nur teilprivatisiert worden. Es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, eine Aktiengesellschaft, wo der Aktieninhaber eben zu 100% der Staat ist. Oh, spannend. Okay. Ja, also man kann Sachen erfinden, daran glaubt man nicht. Also wirklich, was es alles für Möglichkeiten gibt, aber die Privatisierung, die ist schon da. Alleine dadurch, dass viele Bereiche der Bahn ausgegliedert worden sind und diese Aufgaben jetzt von privaten Unternehmen übernommen wurden. Mhm. Egal ob Reinigung, Instandhaltung oder Fahrwegwirtschaft, also sprich Instandhaltung der Schienen, was viele, viele private Firmen schon machen, wo man jetzt, wenn man das aufrechnen würde, fragen müsste, wie viel Prozent ist denn überhaupt noch die Bahn okay, und nicht privat. Der Versuch mit dem Börsengang, der ist ja in die Hose gegangen, aber der Weg der Privatisierung über Ausgliederung von Arbeiten an andere Bereiche, an andere Betriebe, aus privatwirtschaftliche, private Betriebe, der ist natürlich viel interessanter, aber da gibt es noch keine Gegenrechnung, wie viel von den eigentlichen Bahnaufgaben sind denn schon privatisiert. Mhm. Krass. Und den Streik macht er jetzt tatsächlich schon seit ein paar Wochen. Also das ist, ich habe das ja auch selber mitbekommen, muss auch zugeben, dass er mich das ein oder andere Mal ein wenig, die Tatsache hat mich genervt, aber trotzdem habt ihr meine volle Unterstützung. Aber es muss ja auch ein bisschen nerven, sonst tut es ja nicht weh. Wie geht ihr mit dem Gegenwind um? Weil eines der Hauptargumente, das gerade kam, war ja zum Beispiel, aber doch nicht zu Corona. Genau. Gab mal eine Sendung, die hatte mal so ein jokeweise die Theorie aufgestellt, wir sollten mal als Gewerkschaft einen Fragebogen rausgeben an die Kunden, an die Bahnfahrerin. Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt zum Streiken für sie? Und da wird es wahrscheinlich nie einen Zeitpunkt geben,
der richtig ist, der klassisch ist. Da wird der Corona einerseits sein, da sind die Ferien, dann kommen die Herbstferien, dann kommen die Winterferien, dann kommen die Zeiten dazwischen, wo dann die Geschäftsreisen gestätigt werden ja wieder, wo denn die Großmutter besucht wird oder die Tante. Es wird nie ein idealer Zeitpunkt da sein, wo man sagt, jetzt ist ja richtig. Dann würde er ja auch nicht wirken. Und wir bestreiken ja nicht die Kunden oder die Fahrgäste, wir bestreiken ja das Management. Und sie sind ja der Grund, warum wir überhaupt in den Arbeitskampf gehen. Nicht, weil uns die Fahrgäste, wie zwar auch mal vorkommt, beleidigen oder angreifen, sondern weil hauptsächlich das Management uns angreift. Mhm. Und wir uns dagegen wehren jetzt. Und das ist ja die Folge daraus, das wäre genauso, wenn im Supermarkt gestreikt wird oder im Krankenhaus, wie der jetzt aktuell ist, wo wir uns auch solidarisieren mit den Kollegen. Ja, dann gibt es da Einschränkungen. Und die Einschränkungen sind aber auch Folge des Streiks. Ansonsten wäre es kein Streik, sonst wäre das ein kollektives Stoßgebet. Sag mal. Das bringt nichts. Das bringt leider nichts. Also muss es auch wehtun und da muss es auch mit der Ankündigungsfrist von mittlerweile 48 Stunden, bevor ein Streik losgeht, sind wir da schon sehr weit entgegengekommen. Auch den Kunden, auch uns selber, den Kollegen, dass wir uns darauf auf den Streik vorbereiten können. Und es ist nicht nur die Bahn alleine, die eben für Mobilität in diesem Land hier steht. Also wir wissen genau, dass es auch Alternativen gibt, auch in den Großstädten, in Berlin. Gibt es U-Bahn, noch Straßenbahn, Trams. Das gibt noch Alternativen. Es muss keiner, bleibt auch keiner sitzen. Wir haben zwar 80% Stillstand gehabt, die letzten Streiks, aber da sind noch 20%, die sind gefahren und die sind genau da gefahren, wo Leute wirklich von außerhalb in die Stadt rein mussten, um dann alternative Verkehrsmittel zu nutzen. Diese Möglichkeit bestand. Natürlich ist es nicht der ideale Weg, aber wir sagen immer noch, wir wünschen uns zwar als Gewerkschaft 100% Stillstand, aber die 20%, da sagen wir, okay, das ist so. Und da werden wir auch nicht dran rütteln, unbedingt. Mhm. Ja, dass der totale Stillstand kommt. Hoffen wir, dass es nicht notwendig wird. Ich glaube, die Bahn ist ein bisschen verhandlungsbereiter gerade, oder wie sieht es da gerade aus? Ja, sie haben Druck von der Politik und ich denke mal, die Politik, die jetzt gerade sich zum Wahlkampf da rüstet oder zum Endspurt des Wahlkampfs, sie wollen mit ihren Punkten in den Medien sein und nicht mit einem Streik der Bahn und daher wird da wahrscheinlich auch im Hintergrund Druck ausgeübt werden vom Anteilseigner der Bahn. Mhm. Inwieweit der Früchte trägt, war ich mal zu bezweifeln. Das letzte Angebot jetzt vor dem Samstag, letzten Samstag, war sehr ernüchternd für die Kollegen, die so gelesen haben, was denn da neu ist zu den bisherigen Angeboten und fanden nicht wirklich viel. Und wir werden gespannt sein, wie jetzt auch der Hauptvorstand von der GDL die nächsten Tage sich darüber verständigt, was dabei rauskommt. Okay. Sie ist nicht so wirklich weiterbringend oder fortschrittlich das Angebot, was da gekommen ist. Es ist einfach mal ein Angebot, was wieder mit neuen Worten umschrieben worden ist, aber die klaren Fakten liegen uns nicht auf dem Tisch, aber die Kollegen in der Streikleitung, zentralen Streikleitung von der GDL, die werden da schon drüber gucken und sagen, yes or no. Okay. Naja, wenn's weitergehen muss, muss es weitergehen. Das ist ja das Problem. Also ich bin da auch bei euch und es muss wehtun. Wenn es nicht wehtut, macht ihr es nicht richtig. Die Arbeitnehmer werden erst reagieren, wenn sie Schmerzen haben. Ja, es ist auch und der Grund, es ist nicht nur der Grund für uns als Beschäftigte ist ja nicht nur alleine die laufende Tarifrunde, um am Streik mitzumachen. Mhm. Da haben sich in den letzten Jahren so viel Frust aufgebaut, auch auf der Basis der betrieblichen Management, wo wir sehr schlecht streiken können. Wir haben einen zentralen Tarifvertrag für die gesamte Bahn, der eben nicht nur uns die Möglichkeit gibt, bei der S-Bahn zum Beispiel zu streiken für einen eigenen Tarifvertrag.
Die Betriebsräte können eben nicht zum Streik aufrufen. Unser würde das sowieso auch nicht machen, weil er dazu dicht beim Arbeitgeber sitzt. Mhm. Aber wir haben die Problematik, dass sich sehr viel Frust aufgebaut hat die letzten Jahre. Sehr viel Unverständnis auch gegen die Maßnahmen in den Betrieben einzeln. Ob das bei Regio Cargo oder S-Bahn ist. Und dadurch ist auch die Streikbereitschaft sehr hoch. Das hat nicht nur alleine mit den Forderungen aus dem Tarifvertrag und die Situation, wie wir hier vom Management dort, vom Bahnmanagement verschaukelt werden, sondern auch die innerbetriebliche Situation konkret am Arbeitsort. Da hat sich so viel aufgebaut, dass die Bereitschaft geradezu steigt noch. Die Kollegen, die ersten Streiktage noch mit gefahren sind, und haben gesagt, ich weiß nicht, ob ich am Streik teilnehmen sollte, ist mir so, haben dann gemerkt, wie sie dann vom Management behandelt worden sind am nächsten Tag in die GDL eingetreten. Weil sie einfach mit Füßen nochmal getreten worden sind. Obwohl sie noch die Letzten waren, die überhaupt noch ihr gearbeitet haben und wurden dann nochmal getreten und haben dann gesagt, jetzt ist Schluss. Also das tun wir uns nicht mehr an. Und so ist die Motivation bei vielen Kollegen einfach mal da. Sie haben die Schnauze voll. Und das bezieht sich nicht nur auf die, wie gesagt, Forderungen aus dem Tarifvertrag. Das ist ein willkommener Anlass, um dann zu sagen, ich mache jetzt den Streik. Und habe aber meine persönlichen Gründe im Fokus. Ich finde es super wichtig, dass die Arbeitenden auch erkennen, dass sie Macht haben durch die Mittel des Streiks. Und also im Grunde eine positive Entwicklung, auch wenn es mir individuell leid tut, dass sie so unter Druck stehen. Aber es ist gut, dass sie es kapieren. Wir sind ein Kollektiv, ein streikendes Kollektiv. Und wir sind da, fühlen uns ja auch nicht alleine. Jeder für sich hat seine Maßgaben oder hat seine Punkte, warum er streikt. Aber letztendlich sind wir alle zusammen im Streik und das macht stark, jeden Einzelnen mit seinen Belangen. Und wir wissen, wir haben nicht die Medien als Multiplikation unserer Forderungen, unserer Situation. Aber wir sehen natürlich, dass wir als Streikende die Möglichkeit haben, in die Öffentlichkeit zu kommen, um unsere Position darzustellen. Weil es ist egal, ob positiv oder negativ berichtet wird nachher, es wird berichtet. Das stimmt. Das stimmt. Und das wünsche ich allen Kollegen in diesem Land, die im Streik sind, dass sie die Öffentlichkeit bekommen, dass sie wirksam sind im Streik. Ob Krankenhaus oder Firma Meier-Schulze, wo auch immer. Solidarität mit allen Arbeitskämpfen. In jedem Fall. Ja. In jedem Fall. Nee, finde ich sehr, sehr schön. Auch schön formuliert, natürlich. Im Englischen sagt man, there is no such thing as bad PR, und ein Streik, der die Öffentlichkeit erreicht, der wird dann auch ernster genommen, das seht ihr ja selber. Ich hoffe tatsächlich auch, dass es jetzt bei den Krankenhäusern etc., da ist ja auch Grauenvolles im Gange. Ich hoffe tatsächlich, dass die auch ein bisschen, sagen wir mal, Zuruf bekommen. Für mich stellt sich jetzt wirklich noch die Frage. Entschuldigung. Kein Problem. Ihr könnt euch über die GDL, ihr seid über die GDL organisiert, ihr macht den Streik, aber zum Beispiel jetzt wir. Und ich meine jetzt nicht wir als der Podcast, weil wir möchten euch unterstützen, indem wir euch die Plattform bieten. Aber was wäre dein Appell an Mitbürger, Mitbürgerinnen? Wie können sie euch unterstützen? Was können sie machen, um euch zu helfen? Indem sie verstehen, dass Streik das legitime Mittel des Arbeitnehmers, des Beschäftigten, des Lohnabhängigen ist, sich für seine Sache einzusetzen. Und das sollte jeder an seiner Stelle verstehen, wo er sich gerade befindet. Ob das eben im Krankenhaus oder an der Werkbank oder in der Schule oder wo auch immer er beschäftigt oder sie beschäftigt ist, keine Unterschiede. Das Verständnis, Streik ist ein ganz normales Mittel, um seine Forderung, um seine Situation zu verbessern. Und wer das für sich auch verinnerlicht und sagt, das ist für mich auch wichtig, dass ich dieses Mittel bekomme, dieses Mittel habe und dieses Mittel auch nutze für mich als Beschäftigtengruppe oder, dann haben wir das Verständnis auch für unsere Situation bei vielen Arbeitnehmern, bei vielen Beschäftigten in diesem Land erreicht und haben dadurch eben auch eine Öffentlichkeit für uns gewonnen. Weil viele, viele Arbeitnehmer verstehen, was ihre Situation angeht.
geht auch unsere Situation genauso an. Wir müssen uns wehren und benutzen das Mittel Streik für unsere Interessen. Stellen uns aber auch jederzeit an die Seite derjenigen, die eben im Arbeitskampf sich dort befinden und sich diesen Weg auch nutzen. Mhm. Weil wir wissen, wie hart und wie, ja, manchmal auch anstrengend dieser Streik sein kann. Wir stehen zurzeit bei den Kollegen in den Krankenhäusern an der Seite. Bei den Streikversammlungen sind wir mit vor Ort. Ich wusste gar nicht, dass es sowas heute noch gibt, tatsächlich, weil ich hatte so ein bisschen. Und wir wissen eben auch, dass die Kollegen in den Krankenhäusern auch sagen, hey, wir müssten das so machen wie die Lokführer. Und deswegen sagen wir natürlich, wir laden euch ein. Macht es wie die Lokführer. Und wir sagen euch, erzählen euch auch, wie wir es machen, wie wir es schaffen, eben eine starke Gemeinschaft zu werden. Und das Selbstverständnis ist das Streik, unser legitimes Mittel als Beschäftigter, als Arbeitnehmer, als Unabhängiger ist. Das ist das, was uns unterstützt. Sehr cool. Finde ich toll zusammengefasst. Sehr toll zusammengefasst. Finde ich auch schön, das mal an dieser Deutlichkeit zu hören, weil die Leute, glaube ich, da kein Gefühl mehr für haben. Da bin ich. Also ist noch ja, viel Arbeit vor uns mit Aufklärung. Super, ich danke dir für die klaren Worte. Es freut mich wahnsinnig, dass wir so einen direkten Draht zu eurem Arbeitskampf bekommen haben. Ich bedanke mich aller herzlichst und hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Vielleicht an den Barrikaden. Ja, natürlich gerne. Ich rufe alle auf, sich diese Erfahrung eben anzueignen und damit auch stärker zu werden. Cool, dankeschön. Gerne. Leute, also wenn das nicht einfach mal eines unserer geilsten und bewegendsten Interviews war, mega, die wir je hatten. Wow! Noch, willst du noch dreimal? Wow. Fehler machen. Jo. Nee, aber echt, ich halt so geil finde, ist dass diese direkt. Sorry, ich hab geklickt. Tut mir leid. Sprich nochmal, was findest du geil? Was ich geil finde, ist diese Direktheit, mit der er die Sachen ausdrückt. Das ist so, da ist kein, er ist nicht belehrend, er ist nicht irgendwie in der Theorie verloren gegangen, sondern das ist einfach direkt, boah, das muss getan werden, das sind die Mittel, die wir dazu haben. Machen wir jetzt. Und ja, wow. Respekt. Danke. Respekt. Also Uwe kriegt von mir ein Bier, wenn ich ihn das nächste Mal am Tresen sehe. Tschüss. Auf jeden Fall. Kommen wir zu unserem Hauptinterview heute. Jo, oh ja, das war und zwar haben wir Marco Bühler bekommen. Jawohl. Kennt ihr Marco Bühler? Kennen bestimmt. Die meisten kennen Marco Bühler, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Dass guter Typ. Kennen. Wenn nicht, dann lernt ihr den jetzt kennen. Wollen wir irgendwas introduktionieren? Nee, das mache ich eh in dem Interview. Machst du eh in dem Interview. Dann gehen wir einfach direkt zu dem Interview. Das dauert jetzt ungefähr eine Stunde. Das war wirklich auch knapp bemessen bei einer Stunde. Und danach sind wir wieder da zu unserem Stammtisch und reden auch mit euch, wenn ihr wollt. Ihr könnt dann gerne dabei bleiben. Könnt uns gerne auch mal irgendwas reinwerfen an Themen. Vielleicht können wir uns live irgendwas anschauen. Aber jo, wir gehen jetzt erstmal Pizza essen. Ne? Pizza essen, jawohl. Während dieses Interview mit Marco läuft. Interview mit Marco. Speaking of, ich muss das ja noch reinladen. Man nimmt das mit den, das geht ins Kleine. Ich hoffe, dass der Stream. Willkommen beim 99:1 Interview. Wir haben heute einen besonderen Gast, Marco Bühler. Sieht gut aus. Wir fangen das gleich nochmal von vorne an. Alles noch so ein bisschen improvisiert. Das erste Mal, dass wir von zu Hause aus live gehen. Das ist natürlich. Wir hatten aber schon mal den Tag, hingst du in ja, aber von zu Hause ist nochmal was anderes. Und damals war auch Sebastian dabei und der hat das normalerweise auch gut unter Kontrolle. Stimmt. Aber siehst du, jetzt ist der Stream schon wieder abgebrochen. Von der SPD zu einer Sozialdemokratie. Seht ihr, da haben wir gerade drüber geredet. Irgendwas stimmt mit unserem StreamYard heute nicht. Wir werden uns das mal anschauen. Weil jedes Mal, wenn wir ein Video starten, bricht es irgendwie ab. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Ich denke, wir kriegen das irgendwie hin. Aber genau, habt einen Moment Geduld mit uns. So, jetzt. Und ich spiele jetzt erstmal den Trailer ein für das Interview und dann sollte das Interview direkt
direkt losgehen. Willkommen beim 99:1 Interview. Wir haben heute einen besonderen Gast, Marco Bülow von der Die Partei und auch Podcaster mit seinem neuen Podcast Lobbyland und auch Autor, ich habe es sogar hier, dieses wirklich sehr, sehr empfehlenswerten Buches. Sehr, sehr spannendes Zeug. Marco Bülow ist ein deutscher Politiker. Von 30 Jahre circa war er in der SPD, 2018 ausgetreten. Nee. Du bist 2020 ausgetreten, oder? Nee, 2018 stimmt. Also 3 Jahre ist es jetzt her. Okay. Bis 2018 SPD, danach die Partei beigetreten. Seit 2002 gehört er als direkt gewählter Abgeordneter dem Bundestagswahlkreis Dortmund 1 an und ist somit im Deutschen Bundestag. Und er hat eben dieses Buch geschrieben, Lobbyland über Lobbyismus, in dem, was wir später auch namentlich noch als Postdemokratie bezeichnen werden. Ich würde jetzt tatsächlich gleich mit den Fragen einsteigen, wenn es für dich passt. Und Die erste Frage ist so ein bisschen dein politischer Weg, weil 30 Jahre SPD ist kein Pappenstiel. Wie kamst du denn zur SPD? Ein paar Jahre sind es tatsächlich weniger, weil ich erst in Anführungsstrichen Anfang des Studiums zur SPD gekommen bin. Ich habe mich vorher sogar auch sehr schwer mit ihr getan als Schüler. In meiner Schülervertretung, da gab es schon eine starke Juso-Macht auch, aber da habe ich mich sozusagen von Parteien grundsätzlich ferngehalten. Also wahrscheinlich war ich mit 17, 18 noch ein bisschen schlauer, als ich dann mit über 20 war. Und Anfang 20 an der Uni habe ich mich gefragt, was ist denn hier mit Hochschulpolitik, und habe mir dann die Gruppen angeguckt, die es da gab. Die haben mir aber alle nicht zugesagt. Und ich habe mich schon immer auch mit Geschichte befasst, fand dann teilweise auch ziemlich beeindruckend, was da in der SPD passiert ist. Habe auch die abschreckenden Sachen natürlich gesehen. Und bin dann bei einer Juso-Gruppe in Dortmund gelandet. Und muss man wissen, zu der Zeit gab es 3000 Jusos in Dortmund. Also eine richtig große Macht, so viele Mitglieder, wie jetzt die SPD in vielen Städten nicht mehr hat. Da gab es damals Jusos. Und da war eine Veranstaltung mit über 100 Leuten. Und das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich die gefragt, warum es keine Juso-Hochschulgruppe gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, gründe doch eine. Das war alles total locker. Und ich habe gesagt, ja, ich bin aber gar nicht SPD-Mitglied. Nee, brauchst du auch nicht. Du kannst einfach Juso sein. Und ja, dann habe ich mit ein paar Kolleginnen und Kollegen, fast alles Journalistikstudenten, die Juso-Hochschulgruppe gegründet. Und wir haben fast alles Nichtmitglieder und haben aus dem Stegreif mehrere Sitze im Parlament, im Studierendenparlament erreicht, mehr als wir angetreten sind. Und dann saßen wir auch noch schwupps im Astra, da war ich stellvertretender Astra-Vorsitzender. Und dann hat sich das so entwickelt. Dann habe ich erst eine Zeit lang Juso-Arbeit gemacht. Und so bin ich dann aber, irgendwann konnte ich dann natürlich auch nicht mehr sagen, nee, jetzt kann ich nicht zur SPD gehen, bin nur Juso. Dann hat sich das verbunden und dann bin ich auch SPD-Mitglied geworden. Du hast dann ja auch, bist ja da auch schon sehr auffällig gewesen. Also seit 2002 warst du im Bundestag und dann hast du 2017 deine Stimme der Angela Merkel verweigert und dich auch offen gegen GroKo Haram gestellt. Also schon damals ein bisschen unbequemer, als es ihnen wahrscheinlich gerne lieb ist. Dann gab es aber doch den großen Knall und am 17. November 2018, also noch wie gesagt fast 30 Jahren, trittst du aus der altehrwürdigen SPD aus und, das sage ich jetzt voller Sympathie, den satirischen Politclowns Die Partei bei. Also was war der sprichwörtliche Tropfen? Wo du gesagt hast, jetzt langs, das war's mit der SPD. Und mich würde vor allem interessieren, wie fühlt sich das an? Weil ich hast doch mit Sicherheit auch Sachen aufgebaut in der Zeit, das alles hinter dich zu lassen. Oder hinter dir zu lassen. Ja, das ist natürlich ein langer Weg bis zu unserem Austritt. Nach so langer Zeit, die man dann in der Partei ist, gerieben habe ich mich immer. Also zwischendurch Asylkompromiss, Lauschangriff. Scharping war auch schon nicht mein Held. Ne? Also das... Und dann bin ich halt in den Bundestag gekommen unter Rot-Grün, wo man dachte, hey, cool, ne, Rot-Grün, das ist jetzt das, was ganz viele hoffen, dass es Rot-Grün geben wird. Ne? Man stellt sich das als so ein progressives, tolles Bündnis vor. Man muss wissen, dass Rot-Grün damals das unsozialste Gesetz mit Hartz geschaffen hat, was es immer noch gibt.
Wo Sanktionen gegen Leute verhängt wird. Übrigens die meisten so Sanktionen, wenn geklagt wird, auch noch ungerechtfertigterweise, wo den Leuten Geld weggenommen wird. Also wir Abgeordneten dürfen Nebentätigkeiten haben ohne Ende. Wir dürfen das alles zusätzlich verdienen. Und wenn Menschen in Hartz Nebentätigkeiten haben, müssen das abliefern. Das muss man sich mal vorstellen. Und das von dem wenigen, was sie haben, oder besser gesagt von dem, was sie eigentlich nicht haben. Und da also bin ich gleich ins kalte Wasser geworfen worden, weil da gab es eben die Agenda-Reform und Schröder, der Basta-Kanzler, was ganz viele vergessen, Fischer war genauso wie Schröder und die Grünen haben das genauso verzapft wie die SPD, dieses Gesetz. Und die haben es genauso mit Fraktionszwang und mit Basta-Politik durch die Fraktion gepeitscht. In meiner Fraktion waren alle Arbeitsmarktpolitikerinnen und Politiker dagegen. Ottmar Schreiner und so weiter, die haben gesagt, die haben alles das gesagt, was dann gekommen ist. Leiharbeit, prekäre Beschäftigung nehmen total zu und so weiter. Die haben all das vorausgesagt, was eingetreten ist. Es war aber die Drohung, das machen wir so, es wird nirgendwo verändert, ansonsten kommen alle an. Und wenn ihr das nicht macht, dann schmeißen wir hin, dann wird CDU und FDP regieren. Das war sozusagen die Drohkulisse, die aufgerichtet worden ist. Und keiner durfte dann sozusagen, natürlich bis hin auch, du bist nie wieder aufgestellt und so weiter. Also ein riesen Drohkulisse. Ich habe also nicht nur gleich ein unsoziales Gesetz mitgemacht im Prinzip, sondern auch noch gelernt, wie Demokratie funktioniert. Dass es nämlich eigentlich nicht um Demokratie geht, es geht nicht um Argumente, es geht nicht um Fachwissen, es geht erst recht nicht um Wissenschaft, sondern es geht darum, wer welche Macht hat und wie sie ausgeübt wird und mit welchen Druckmitteln es funktioniert. Und da war ich dann relativ schnell geimpft. Ich muss aber auch sagen, um dann zu der Frage zu kommen, wie ist das, was war dann der Tropfen am Ende? Aber damals gab es schon noch eine Vielfalt in der SPD. Also es gab auch die anderen Seiten. Wir haben beim Klimaschutz, bei erneuerbaren Energien einiges durchgesetzt. Es waren Leute wie Hermann Scheer, wie Ernst-Ulrich vom Weizsäcker im Parlament, die sich nicht nur gerieben haben, sondern die auch Sachen durchgesetzt haben, wo ich mich angeschlossen habe, wo man also noch was durchsetzen konnte. Das ist peu à peu weniger geworden. Die Vielfalt gab es irgendwann nicht mehr in der SPD. Es wurde stromlinienförmiger. Gerade die Jüngeren, die nachgekommen sind, waren häufig sehr karriereorientiert und wenig daran interessiert, Positionen durchzusetzen. Und vor allem, es gab zwar eine Menge Parteitagsbeschlüsse, die gar nicht schlecht waren in der SPD, die gibt es auch immer noch, aber es hat sich nie in Regierungshandeln wiedergefunden. Also der Kampf gegen Lobbyismus für Transparenz, das ist zwar immer auf dem Papier, stammt das immer bei der SPD, aber das ist das Erste, was sie bei Koalitionsgesprächen fallen gelassen haben. Und ich sage, sie haben es bewusst fallen gelassen. Und deswegen gehen sie auch so gerne mit der CDU in der Regierung, weil dann könnte es alles auf die CDU schieben. Und das hat mich wirklich immer mehr angenervt, ne, dass es keine Transparenz gab, dass dann auch jemand wie Steinbrück, das wäre der König der Nebenverdienste, den hast du nicht im Parlament groß gesehen, vor allen Dingen nicht da, wo man die Kameras nicht hatte, also in der Fraktion oder im Ausschusssitzung, aber der hatte die höchsten Nebeneinkünfte und zwar durch Konzerne gesponserte Vorträge, die er gehalten hat, und den macht man zum Kanzlerkandidaten, und so hat sich das hochgeschaukelt, und dann war ausschlaggebend, ich hatte schon gegen die Große Koalition davor gekämpft. Ich habe damals auch gesagt, guckt euch Österreich an, wenn man zu lange Große Koalition macht, dann gibt es irgendwann eine rechte Partei im Bundestag. Da wurde ich ausgelacht. Jetzt ist das totale Normalität. Es gibt die AfD, es wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Es ist so ganz normal. Und trotzdem hat man noch eine Große Koalition gemacht. Und beim letzten Mal hat man versprochen, dass man auf gar keinen Fall wieder in die Große Koalition geht. Und dieses Versprechen von Sachen beim Wahlkampf, die man nicht hält, wir werden das auch jetzt wieder erleben. Das ist immer interessant, aber leider das Gedächtnis der Bevölkerung wirklich sehr kurz nur ist anscheinend von vielen, weil jetzt verspricht die SPD wieder ganz viel, was sie auch nicht halten wird. Und da habe ich gesagt, aber ich kann ja nicht mehr in den Spiegel gucken, das geht nicht. Und habe dann auch schon Merkel nicht mitgewählt, weil ich habe es versprochen, dass ich keine große Koalition mache. Und dann ist auch noch ein Haushalt da, wie gesagt, jetzt geht's halt einfach nicht mehr. Und dann bin ich ausgetreten. War dann 2 Jahre fraktions- und parteilos. Und bin dann eben, ich sag immer, ich bin von einer Spaßpartei zu einer Satirepartei gekommen. Das finde ich. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen einer Spaßpartei und einer Satirepartei. Absolut, absolut. Ich muss auch echt sagen, dass ich mich, habe im Freitag neulich einen Artikel wieder über die Partei gelesen. Und mich stört es ein bisschen, dass sie immer auf diesen Spaß reduziert werden. Auch selbst wenn eine Lanze für sie gebrochen wird, ich finde, da kommt teilweise sehr, sehr kluge, linke Satire bei rum. Und das ist, bin da ganz bei dir.
Hat aber wahrscheinlich wehgetan auch ein bisschen, oder? Klar. Ja, natürlich. Also es ist so viele Jahre und ich sag mal so, es gibt immer noch an der Basis ja viele Leute, mit denen ich mich gut verstehe und wo ich auf einer Wellenlänge bin, die auch natürlich enttäuscht waren. Es sind auch wirklich einige mitgegangen, aber natürlich auch einige geblieben, die immer noch hoffen, dass es irgendwann besser wird. Die Hoffnung wurde dann ja enttäuscht, nachdem sie zwei Vorsitzende gewählt haben, um Olaf Scholz zu verhindern. Und dann auch gesagt, dann komm doch zurück, jetzt wird alles besser. Und ich gesagt, nee, warte mal ab. Und es wurde auch nicht besser, weil die beiden, die dann gewählt worden sind, haben dann Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gemacht. Also mehr Hohn gegen eine Basis, die sich für jemand anders aussprechen, gibt es eigentlich nicht. Das heißt, es hat sehr wehgetan, aber ich werde leider immer wieder bestätigt und ich wäre spätestens da wieder ausgetreten, als Olaf Scholz nominiert worden ist, weil der steht für eine Politik und für einen Politikstil und auch für eigentlich unsozialdemokratische Haltung, die ich, ja, muss ich fast schon sagen, verachte, also für die ich absolut nicht stehe. Und von daher tut es auch ein bisschen weh, dass ich vielleicht ein bisschen spät gegangen bin. Okay. Kann ich nachvollziehen. Ich finde aber übrigens die Wortwahl, ich finde die absolut angemessen bei Leuten wie Olaf Scholz. Also da hast du mich voll auf deiner Seite. Cum-Ex, Zwangsverabreichung von Brechmitteln, etc. Nee. Antiklimaschutz übrigens, ne? Also deswegen ist es wirklich ein Täuscherwahlkampf vor dem Herrn. Also klar, Laschet in Lügen zu übertrumpfen geht nicht. Ne? Also wir brauchen, also ich glaube, wir dürfen uns auch nicht mehr über Trump erheben nach diesem Wahlkampf. Ne? Also wir schlagen den fast noch. Aber Olaf ist dafür der König der Täuscher. Ne? Also mit Klimaschutz zu plakatieren. Ich saß in dieser Fraktion, wo er damals als Arbeitsminister, dann in der Parteispitze, als er regierender Bürgermeister in Hamburg war und dann als Finanzminister alles mitverhindert hat, was Richtung Klimaschutz ging. Und dann jetzt auch das Plakat Klimaschutz aufzuschreiben, das ist cool. Echt à la Bonheur. Also da muss man schon, also eigentlich kein Respekt dafür, aber enttäuschend ist er wirklich sehr gut. Ja, das stimmt. Ich würde jetzt tatsächlich gleich weitergehen zu dem, was du jetzt machst, wo deine politische Energie gerade stark hingeht. Und das ist diese Initiative Lobbyland. Die besteht aus diesem einen Buch, was ich gerade schon hochgehalten habe, was ich, wie gesagt, sehr, sehr empfehlen möchte. Und du machst zusammen mit Sabrina Hoffmann einen gleichnamigen Podcast. Warum diese Kombi, Buch, Podcast? Viele schreiben nur ein Buch, viele machen nur einen Podcast. Warum beides zusammen? Und was wäre dein Wunschergebnis? Wenn du jetzt 10 Jahre in der Zukunft, was ist dein Wunschergebnis mit der Initiative Lobbyland? Ja, auf jeden Fall, dass sie größer wird. Genau, also es ist ein Buch, es ist ein Podcast und eine Initiative im Prinzip. Oder kann auch sagen, dass Buch und Podcast in eine Initiative eingebettet sind. Nee, das war für mich ganz wichtig von Anfang an. Und das war auch Bedingung für den Verlag und so, ne, dass es nicht bei diesem Buch bleibt. Wir sind auch gerade dabei, daraus ein Hörbuch zu machen. Das wird also auch noch kommen. Sondern dass das mehr wird, weil das ist ja nicht eine Abrechnung oder ich habe das jetzt mal so geschrieben, sondern das ist halt so ein bisschen mein Ausfluss aus wirklich diesen 18 Jahren Bundestag, wo ich ja von einem Umwelt- und Sozialpolitiker zum Lobbypolitiker geworden bin. Also ich würde mich jeden Tag eigentlich gerne mit Klima- und Umweltpolitik beschäftigen und die Zusammenbindung zwischen Umwelt- und Sozialpolitik. Aber am Ende habe ich mich bezüglich Transparenz, um Lobbyismus, um Korruption gekümmert, weil das so vordringlich ist und weil ich gemerkt habe, wenn wir das politische System nicht komplett verändern, und da gibt es nicht nur ein kleines Update oder eine kleine Erneuerung, sondern wir müssen es wirklich vom Kopf auf die Füße stellen. Wenn das nicht passiert, dann können hier Millionen auf die Straße gehen für mehr Klimaschutz demonstrieren, aber es tut sich nichts. Und das ist ja auch genau das, was gerade die Jüngeren mitkriegen. Ne? Sie sehen, sie haben die Wissenschaft auf ihrer Seite, sie haben alle Argumente auf ihrer Seite, sie sind viele, sind zahlreich und sie gehen auf die Straße und es nützt nichts. Ne? Weil uns ist das scheißegal, in Anführungsstrichen. Wir reden es schön oder wir ignorieren es. Und am Ende kommt nichts mehr rum. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, da muss jetzt was passieren. Aber es ist richtig, dass sie das machen, mein Kind. Es ist auch richtig, dass es wir jetzt enteignen, also die ganze Wohnungsinitiativen und so weiter, dass die aktiv sind, dass sie auf die Straße gehen. Das ist alles wichtig. Aber es ändert sich nichts, wenn am Ende das System sich nicht verändert. Und deswegen
bin ich dafür, dass es da eine klare Maßgabe gibt. Und da ist der Profitlobbyismus, ist zwar auch nur ein Symptom, aber der Profitlobbyismus umspannt die Politik, hat sie vereinnahmt. Und das muss aufgebrochen werden. Und deswegen ist mein Kampf und mein Engagement vor allen Dingen da reingeflossen und daraus eben dieses Buch, die Initiative und eben dann jetzt auch noch den Podcast. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass vor allen Dingen jetzt die Initiative nach der Wahl, dass die vor allen Dingen Fahrt aufnimmt. Wir wollen andere ertüchtigen, Empowerment, wie man so schön sagt, für andere Initiativen, Verbände, selber Lobbyisten zu werden und zwar so einflussreich und mächtig, wie das eigentlich die jetzt nur sind mit viel Geld und mit Macht, mit viel Macht, weil es gibt ja ein großes Ungleichgewicht. Klar ist irgendwie auch eine kleine Klimaschutzgruppe und auch eine größere sind auch Lobbyisten, wenn man so will. Aber es sind natürlich die mit wenig Einfluss und wenig Macht und wenig Geld und die anderen haben super viel Geld, super viele Leute. Aber man kann dagegen anstinken und ich weiß, wie es funktioniert. Und soll ein bisschen zeigen, wie sie sich selber ertüchtigen und auch natürlich das Enttarnen, Aufdecken von denen, die im Prinzip die Gesetze mitschreiben. Und ich sage, in Deutschland eigentlich muss man vom korrupten System sprechen. Es sind nämlich nicht nur die ein paar Fälle, die jetzt da erwischt worden sind, sondern wir haben ja fast keine Regeln. Deswegen sind eigentlich viele korrupt, aber sie werden dafür nicht bestraft, weil man eigentlich fast alles machen darf. Also wir brauchen einfach ganz andere Regeln und das will ich anstoßen. Und ja, schön wäre es, wenn natürlich das dann wirklich dann Früchte trägt und wir einfach den Initiativen helfen können, den Argumenten helfen können und das andere immer mehr enttarnen. Dein, gleich im ersten Kapitel deckt sich ja auch mit deiner, du bist sehr leidenschaftlich bei dem Thema, das gefällt mir. Also du, da ist Wut dahinter, nicht nur Ratio. Ich bin 18 Jahre aufgestorben. Dein Urteil ist ja wirklich vernichtend. Du greifst darauf, auf den Begriff von Colin Crouch zurück. Wunderschön, Postdemokratie. Was bedeutet das und inwiefern passt das auf unsere heutige Situation für dich? Also erstmal vielleicht einen Satz. Das wird mir dann gerne auch vorgeworfen, oder besser gesagt, die Leute sind immer ernüchtert, jetzt Lesung jetzt in Hamburg gehabt und hinterher so, oh, das ist aber ernüchternd. Ja, das ist ernüchternd. Und ich bin nicht dazu da, gute Laune zu machen und schön zu reden. Schön geredet wird ständig in der Politik und das ja, ist, glaube ich, das Fatale, weil am Ende merken die Menschen doch im Bauch das, was nicht stimmt und dass da was nicht in Ordnung ist. Und dann versucht man wieder mit weißer Salbe das irgendwie zuzukleistern. Und ich will genau das Gegenteil. Also bei mir gibt's keine schönen Worte, bei mir gibt's kein Tätscheln und auch kein Motivationstraining in dem Sinne, es wird schon alles gut, sondern es wird nur gut, wenn jeder den Arsch hochkriegt und wenn er sozusagen seine Meinung sagt. Ne? Weil ansonsten wird's nicht funktionieren, ansonsten kommen wir gegen diese starke Lobby nicht an. Was meint Postdemokratie? Also ein besserer Begriff ist vielleicht, oder ein einfacher Begriff zu verstehen, ist vielleicht Fassadendemokratie. Also Colin Crouch war der Erste, der das so benutzt hat. Ganz viele Politikwissenschaftler machen das mittlerweile und ich muss sagen, dass ich denen immer mehr Recht geben muss, die davon reden, dass es eben eine Art Fassade gibt an Demokratie. Also die üblichen Bedingungen sind erfüllt. Es gibt freie Wahlen, ja, und die haben wir nun hier wirklich. Es gibt eine mehr oder weniger freie Presse, die sich gerne als unabhängig und überparteilich sieht, das ist schon nicht mehr ganz so richtig, muss man sagen. Also da gibt's auch schon eine Menge Abhängigkeiten. Aber es gibt eine Vielfalt der Presse, das muss man sagen. Manche natürlich mit mehr Einfluss, manche mit weniger Einfluss. Es gibt die verschiedenen Ebenen, also Bundestag, es gibt eine Regierung, es gibt natürlich immer noch die Judikative. All das ist intakt. Aber dahinter, das ist natürlich eine Fassade, viel, schon mit klaren Mechanismen, aber dahinter spielt sich vieles ab, was man nicht so sieht, was man nicht so erkennt und was Demokratie total einschränkt und entkernt. Selbst bei den Mitteln, die da sind, also zum Beispiel Wahlen, es wird jetzt so getan, als wenn das jetzt super wäre, dass man halt wählen kann und dann muss man aber 4 Jahre wieder zugucken. Wir haben keine anderen Möglichkeiten, dass eine Bevölkerung irgendwie eingreifen kann in Politik. Sie kann das eigentlich nur durch Wahlen. Und bei der Wahl wählt man eine Partei, die viel verspricht, aber nicht einhält, die dann Koalitionen eingeht,
die sie vielleicht sogar gar nicht eingehen will, aber vor allen Dingen auch der Wähler und die Wählerin nicht mitgewählt haben. Dann machen sie einen Koalitionsvertrag mit nicht gewählten Abgeordneten, die aber diese Abgeordneten bindet. Dann gibt es einen Fraktionszwang, wo der Abgeordnete eigentlich nichts mehr zu sagen hat, sondern sich diesem Fraktionszwang unterwirft oder wenn er sich dem nicht unterwirft, dann ganz schnell außen vor ist, vor diesem System. Und bei diesem Fraktionszwang im Prinzip abnicken muss, was die Regierung sagt und was sie vorgibt. Und die Opposition kann machen, was sie will. Jetzt bei Afghanistan haben sie einen Antrag gestellt im Juni beispielsweise, wo sie immer noch schon zu spät, aber immerhin noch gesagt hat, wir müssen die Ortskräfte da rausholen aus Afghanistan. Regierung, jetzt müsst ihr mal kommen. Und die Regierung hat es einfach abgelehnt. Und dann kommt dann so ein Röttgen und sagt, der noch als seriös gilt in der Union, ja, wir lehnen immer die Anträge der Opposition an. Und dann viel Zeit ins Land und dann haben wir die Katastrophe in Afghanistan gesehen und dann war es zu spät. Und dann wurde ein Sonderausschuss und Sondersitzung hier einberufen und dann hat man das Gleiche dann gemacht, was die Opposition schon Monate vorher eingefordert hat. Nur, weil es ein System gibt, dass Regierung ihre Sachen abnickt in der Mehrheit, die Fraktion, und die Opposition machen kann, was sie will. Dann können wir den Bundestag abschaffen. Das heißt, es gibt den Bundestag, aber eigentlich hat er überhaupt nichts zu sagen. Man könnte einmal wählen, dann stellt man für jede Fraktion fest, du hast uns so viel Stimmen, den Fraktionsvorsitzenden stellt man den Bundestag und ansonsten kann man den Bundestag freilassen oder mit Angestellten auffüllen, weil Gewissensfreiheit gibt's nicht, Meinungsfreiheit gibt's nicht und die ordnen sich sowieso unter. Und das ist unter Fassade zu verstehen. Und das ist das Perfide, dass man denkt, es ist alles in Ordnung, aber am Ende ist es nicht in Ordnung. Und Einfluss haben die Bürgerinnen und Bürger eigentlich gar nicht, vor allen Dingen die nicht, die keine Lobby haben, also die eben keine Unternehmenslobby haben, die für sie ganz viele Leute dahin schickt und im Ministerium Gesetze aushandelt, sondern sie müssen warten, bis sie wieder wählen dürfen. Sie haben keine Volksabstimmung, Petitionen laufen alle ins Leere. Es gibt keinen Bürgerinnenrat oder wenn es einen gibt, dann ist der Beschluss denen ja fast egal. Also es gibt sozusagen keine Resonanz dazwischen. Und das ist natürlich was frustrierend ist und was eigentlich nicht im Sinne der Demokratie ist, weil in der Demokratie muss es Resonanz, Diskussion, Austausch geben und nicht von oben nach unten, das kennen wir eigentlich von Diktaturen, von oben nach unten Beschallung da sein, schönreden und sozusagen so, und frisst oder stirbt. Nach 4 Jahren darf man wieder wählen und dann hat man wieder die Gefahr der Wahl, wo viele sagen, oh, ich kann nur noch das kleinere Übel nehmen. Das finde ich interessant, weil ich würde jetzt sagen, so wie wir erzogen wurden, haben wir immer noch den, oder die meisten Leute, den Glauben, dass die direkt gewählten Vertreter des Volkes immer nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Ja, du grinst da gerade schon nur noch so ein bisschen scheel. Und das Weitere auch, dass man, selbst wenn das so ein bisschen manchmal nicht ganz funktioniert, dass man über Debatten und Beschlüsse doch eine demokratische Beteiligung stattfindet. Das scheint nicht deiner Realität zu entsprechen. Nein, bei Weitem nicht mehr. Also das ist klar, es gibt immer noch Ansätze. Und natürlich muss man sagen, wenn so eine Klimabewegung sehr stark die Straße geht, dann geht da schon was in Gang gesetzt, allerdings nicht ausreichend in Gang gesetzt. Also zumindest mal die Öffentlichkeit und die Medien reagieren dann. Und dann wird es auch mal in die Öffentlichkeit gesetzt. Aber bei der Umsetzung passiert dann auch herzlich wenig. Aber zumindest muss die Politik sich ein bisschen rechtfertigen und war zumindest in einer gewissen Druckposition. Aber das ist schon extrem und da müssen schon unglaublich viele Menschen sich engagieren, damit das passiert. Ansonsten gibt es sogar wissenschaftliche Untersuchungen, Schäfer, Elsässer beispielsweise, die besagen, die haben 20 Jahre kontrolliert mal durchgegangen der Gesetze im Bundestag und die haben festgestellt, es ist egal, wer regiert, ob Rot-Grün oder Schwarz-Gelb, ob große Koalition, für die Menschen, die kein Vermögen haben, das ist übrigens fast die Hälfte der Bevölkerung. Ne? Also die Hälfte der Bevölkerung hat 1-2% des Gesamtvermögens. 10% besitzen über 60% des Vermögens. Also so ist das bei uns in Deutschland aufgelistet. Es gibt da keinen Klassenzusammenhang mehr bei den 50%, weil das auch sehr unterschiedliche Gruppen sind. Aber es sind 50%, die im Prinzip vielleicht einen Job haben, vielleicht auch gerade ganz gut verdienen, aber nichts auf der Kante haben, also wenn sie den Job verlieren und so weiter, sofort in Not geraten. Und diese 50%, die können eigentlich, egal was sie wollen, egal welche Forderungen sie stellen, es kommt in der Politik nicht an.
Nur, sie haben nur eine Chance, was umzusetzen oder was von der Politik umgesetzt wird, wenn die anderen 50% und vor allem die oberen 10% damit auch einverstanden sind. Dann können sie auch mal was umsetzen. Und das, also wie gesagt, wissenschaftlich untersucht, dass man diese Bevölkerungsgruppen völlig vernachlässigt, dass es egal ist, was die wollen. Und das ist die Hälfte der Gesellschaft, das muss man sich vorstellen. Und die anderen, und vor allen Dingen dann wirklich die obersten 10-20%, eigentlich alles bestimmen. Und so ist auch die Zusammensetzung mittlerweile im Bundestag, und zwar quer durch die Fraktionen. Das sind fast nur Akademiker, das sind eigentlich nur Leute, die aus eher wohlhabenden Verhältnissen kommen und die soziale Not auch nie gespürt haben. Es gibt natürlich immer noch Ausnahmen, aber klar mehrheitlich so besetzt. Und das ist ein krasser Fakt. Ne? Also da werden dann vielleicht mal Farben ausgetauscht in der Regierung, aber das System bleibt intakt und es ändert sich fast nicht. Deswegen, es ist nur Show, das mit dem Linksrutsch und so weiter, was da getan wird. Also erstmal, natürlich Olaf Scholz ist das Gegenteil von links, aber auch sonst passiert eigentlich nichts groß. Und das ist genau das, was ich verurteile. Es müsste was passieren, es müsste wirkliche Alternativen geben, weil ansonsten natürlich gerade rechte Kräfte das unglaublich benutzen können, diese Unzufriedenheit der Bevölkerung, die es ja irgendwie mitkriegt. Und dann, ich habe auch so viel am Stand gelebt, ja, ich will ja gar nicht rechts wählen und ich finde das auch nicht richtig, aber das sind die einzigen, die irgendwie wirklich eine Alternative oder die, wo die ich als Protest wählen kann. Und das ist schlimm. Und wenn das mehr werden, dann droht wirklich natürlich noch mehr als das, was wir gerade mit der Fassade erleben. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, ich glaube, Sonneborn hat es ja gepostet, diese politischen Kompass von der vorletzten Wahl und von der heutigen Wahl. Und es haben sich alle Parteien nach rechts verschoben. Also wer, ich muss auch sagen, ich mir graut vor einem roten oder grünen Kanzler oder Kanzlerin, weil dann irgendwelche Leute zu mir kommen werden, wieso, es gibt doch jetzt einen linken Kanzler, weil ich glaube, ich kriege einen Schlaganfall auf der Stelle. Ja. Also es wird sehr viel mit Worten gemacht und mit Schein. Und damit wird suggeriert sozusagen, erstens, dass dafür eine Gefahr entsteht und zweitens wird suggeriert sozusagen, jetzt habt ihr doch das, was ihr wollt und es ist super. Auch Merkel wurde ja immer fast schon als links, Mitte-links tituliert. Dabei hat sie die ganzen Kampfeinsätze der Bundeswehr, Waffenexporte in alle Welt, in Krisenregionen. 50 Milliarden geben wir fast jedes Jahr für Verteidigung aus. Das ist fast so viel wie Russland. Mhm. Keine Diskussion, 40 bis 60 Milliarden für klima- und umweltschädliche Subventionen ausgegeben, Afghanistan sicherer Drittstaat, all diese ganze Politik, ja. Abschottung, das ist alles Merkels Handschrift, ne? Und es ist auch das Wort von Merkel mit der marktkonformen Demokratie, das ist ihre Prägung und die wird so als die Übermutter, die irgendwie doch sehr gemäßigt liberal Mitte regiert hat, das ist totaler Mumpitz. Aber es wird so dieser Schein, der wird aufrechterhalten, stark auch von den Medien, muss man sagen. Aber auch da sitzen natürlich in den Medien, die wahrgenommen werden, die eine Verbreitung haben, sitzen natürlich auch alles Leute, denen es richtig, richtig gut geht. Also das ist... Die auch ein Interesse daran haben, dass das System so funktioniert, wie es gerade läuft. Ja, also die Leute aus der Pflege, die jetzt mal zwischendurch mal zu Wort gekommen sind, ja, als es mal im Fokus war, ist ja alles schon wieder weg, Pflege spielt in diesem Wahlkampf keine Rolle. Ja. Solche Leute aus dem normalen Leben, weil das sind ja so die meisten, die in solchen Bereichen arbeiten, die müssen viel mehr zu Wort kommen, weil da haben wir andere Debattenlagen gehabt. So haben wir diese einseitige Beschallung von Leuten, denen es eigentlich immer gut geht. Klar gibt es auch noch ein paar, die ein bisschen progressiver, ein bisschen linker sind, aber im Endeffekt sozusagen wird vor allen Dingen dieses System verteidigt, und das muss aufgebrochen werden. Für dich ist einer der Fokuspunkte in diesem Aufbrechen ja der Lobbyismus, wie schon gesagt. Tatsächlich möchte ich kurz über den Lobbyismusbegriff mit dir reden, weil Lobbyismus an sich ist ja eigentlich, also jetzt rein im Wortlaut, keine schlechte Idee. Jede Gruppe kann für ihre Interessen Gehör finden, kann an den Bundestag appellieren. Warum ist das praktisch ein Problem? Jetzt ganz naiv gefragt. Ja, das ist ja gar nicht naiv, weil genau das ist ja so der Eindruck und das ist also die Grundlage. Und das muss man natürlich erstmal wissen. Und klar geht es auch nur durch Erfahrung, das zu wissen. Ja, theoretisch ist jede kleine Initiative auch ein Lobbyverein, wenn man so will. Ja, also das ist klar. Das Problem ist nur, es gibt eine riesige Waffenungleichheit. Das heißt, viele Initiativen, Verbände, Vereine, hast du nicht gesehen, die haben ja
wenn überhaupt, ehrenamtliche Leute, die mitarbeiten. So, diese ehrenamtlichen Leute, das sind keine Lobbyisten, sondern die können mal eine Mail schicken. Selbst nehmen wir mal eine große Lobbygruppe aus diesem Bereich, die der NGOs, ne, Greenpeace hat jetzt ja schon wirklich eine große Lobbygruppe. Selbst die haben eigentlich wenig mit Lobbyarbeit zu tun, sondern da ist dann der Campaigner für Klima, der dann auch eigentlich die Klimasachen kümmern muss, also sehr eingespannt ist, aber dann auch mal eine Offerte macht an Abgeordnete, die mal anschreibt und vielleicht auch mal Gespräche führt. Aber das ist schon das obere Level der Fahnenstange. Die meisten sozusagen, die können vielleicht mal ihren Abgeordneten vor Ort ansprechen oder eine Mail schicken. Die Mails, die gehen hier unter. Ich kriege 200 Mails pro Woche. Und Leute in der Regierung und so weiter, da ist es, da kommen die Mails ja gar nicht bis zu den Abgeordneten oder bis zu den Ministern und Staatssekretärinnen hin. Das heißt, das wird gleich abgebügelt. Und die nehmen sich auch keine Zeit für sowas. Also man kann sich ja angucken, Abgeordnetenwatch stellt ja Fragen an Politiker weiter. Und das sind wenig Fragen, die weitergeleitet werden. Also viel mehr kommen dann nochmal aus dem Wahlkreis direkt, also bei mir jedenfalls. Und selbst da schaffen es ja Leute nicht, eine Reihe von Abgeordneten diese Fragen beantworten zu lassen. Und wenn, dann wahrscheinlich macht es dann auch irgendwie das Büro. Das heißt, da kommt vieles nicht an. Auf der anderen Seite, das sind sowieso die kleinen Mittellosen, und auf der anderen Seite gibt es halt ein paar große Player, und das sind halt fast alles Profitlobbyisten. Das heißt, die machen Lobbyismus nicht wie andere, um bei der Umwelt es besser geht, dass es den Menschen besser geht, dass irgendein sozialer Missstand aufgehoben wird, sondern da geht es ja ganz klar darum, dass sie einem Konzern oder mehreren Konzernen zu mehr Profit verhelfen wollen. So, also erstmal muss man das klarstellen, deswegen spricht man Profitlobbyismus. Das ist eine ganz andere Sache als eine Interessensvertretung für irgendeine Sache, ne, die gemeinnützig ist. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Das Problem ist, dass die Profitlobbyisten, dass die ganze Kohle haben, die haben riesige Büros, die haben viele Mitarbeiter, die schmeißen sozusagen die parlamentarischen Abende hier, die sitzen uns auf dem Schoß, da haben viele Einlass mit ihren Hausausweisen, die sie von den Fraktionen erhalten. Lange war das ja intransparent, bis Abgeordnetenwatch geklagt hat, weil man das nicht rausgeben wollte, weil man natürlich gesehen hat, das sind nämlich nicht die kleinen Initiativen, das sind meistens die großen Profitlobbyisten. Das ist übrigens sehr geil. Die kommen einfach hier überall rein mit ihrem Ausweis. Meine Tochter, als ich die neulich mitgenommen habe, ist 10. Die musste am Einlass durch den Detektor gehen und ihre Tasche auf dieses Fließband stellen. Aber diese Profitlobbyisten, egal was die, natürlich das mit dem Geldkoffern, ne? Aber egal, was die auf das Fließband, die brauchen nichts auf Fließband spenden, wenn die einfach so reinkommen. Das muss man sich halt vorstellen. Und das ist schon ein riesiger Missstand. Und es gibt, wie gesagt, ein sehr großes Waffenungleichgewicht zwischen denen. Und die sitzen auch in den Ministerien. Die werden teilweise bezahlt als Berater in den Ministerien. Das ist auch witzig. Also die geben Steuergeld dafür aus. Die Beraterverträge von allen Ministerien sind in die Höhe gegangen. Olaf Scholz auch ganz weit vorne, aber auch das Verteidigungsministerium zum Beispiel. Ganz viel Geld dafür, Beraterverträge aus. Und die Berater, das sind keine Wissenschaftler meistens, sondern das sind dann meistens PR-Agenturen oder Leute aus der Wirtschaft und die von Konzern zu Konzern arbeiten. Das heißt, die Kapitalinteressen vertreten. Wir geben also sozusagen Steuergeld dafür aus. Und übrigens noch mehr Steuergeld dafür aus, weil Lobbyismus kann von der Steuer abgesetzt werden. Das heißt, wenn ein Konzern 10 Millionen für Lobbyismus abgibt, dann können sie einen Teil von diesem Geld absetzen von der Steuer. Das muss man sich vorstellen. Und noch mehr Leute schicken und noch mehr bestechen und noch mehr Nebenjobs abgeben. Und wir Abgeordnete nehmen dann gerne Nebenjobs bei diesen Konzernen, häufig natürlich versteckt. Das heißt dann Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und so, das hört sich mal total süß an, oder eine PR-Agentur oder eine Anwaltskanzlei, die diesen Job übernehmen für einen Konzern, aber dahinter steckt natürlich das Geld von einem Konzern. Und dann geben wir Vorträge, sollten wir umsonst geben, dafür verdienen wir ja genug als Abgeordnete. Nein, wir kriegen dann auch noch dafür Geld, dass wir bei denen 1,5 Stunden gesprochen haben. Das ist eigentlich Bestechung, ne? Nur es wird dann so abgerechnet wie so ein Vortrag, damit es irgendwie so ganz nett klingt. Das ist unser Lobbysystem. Da würde ich jetzt gerne einhaken, weil tatsächlich der Übergang von Lobbyismus zu Korruption ist ja fließend. Trotzdem wird das immer ganz gerne so dargestellt, als sei das mit der Korruption alles Einzelfälle, alles Einzelfälle. Glaubst du, man kann das große Lobbyismusproblem in irgendeiner Form bekämpfen, indem man diese Einzelfälle der Korruption angeht?
Nein, absolut nicht. Und das ist genau das, dieser Übergang, der komplett problematisch ist. Selbst wenn es nur Einzelfälle wären, also erstmal ganz schön viele Einzelfälle in diesem Jahr, ne? Ich weiß nicht, wie viele schon verknackt worden sind und zurückgetreten sind und so weiter. Aber erstens sind es viel mehr noch, die haben wir nur noch nicht enttarnt. Und zweitens ist es so, ich sage immer, um in Deutschland wegen Korruption, als Politiker wegen Korruption angeklagt zu werden, musst du nicht nur korrupt sein, sondern auch bescheuert. Weil du darfst eigentlich fast alles machen, weil wir machen unsere Regeln selbst und dementsprechend sind diese Regeln natürlich nicht besonders gut und nicht aussagekräftig. Das heißt, um das mal plastisch zu machen, gab es ja auch Ansätze, ne? Ein Energiekonzern kommt und mich bestechen würde oder mich bezahlen würde, ne? Also nennen wir es natürlich freundlicher, können die das komplett machen? Die könnten mir 20.000 Euro für den Wahlkampf geben, ich könnte da für Vorträge 3.000 Euro nehmen und ich erzähl da eine Stunde was über die Energiepolitik 2025, keine Ahnung, was auch immer. Ich könnte einen Aufsichtsratsposten kriegen, die könnten mir versprechen, wenn ich scheitere oder aus der Politik rausgehe, dass ich dann einen gut dotierten Lobbyposten kriege, wo ich mehr verdiene, als ich als Abgeordneter verdiene. All das ist komplett legal. Und damit haben wir schon diesen Graubereich. Für mich ist das schon Korruption. Aber es ist ein Graubereich, der nicht geahndet wird. Das heißt, so jemand wie Philipp Amthor, der frisch von der Uni, ohne ökonomischen Sachverstand, in den Bundestag gekommen ist, letzte Periode, das Glück hatte, wie auch immer, gleich von den Medien total gehypt worden zu sein. Es gab super viel Berichterstattung, auch weil er so einen hohen moralischen Ansatz gezeigt hat, vielleicht auch, weil er so ein komischer Typ ist, dass das natürlich irgendwie spannend war. Er kommt also in den Bundestag, da kommt sofort eine US-Firma, setzt den auf eine hohe Position, gibt dem Aktienoptionen, richtet Shampoos-Partys, Reisen und so weiter aus, die er nimmt, und das ist alles völlig legal. Ne? Das heißt, alles völlig legal, weil es nicht verboten ist. Und das ist das Problem, wir müssen solche Sachen alle verbieten. Weil ansonsten, und dann ist es ja auch schnell, dann ist man schneller korrupt, als man es jetzt ist, weil ansonsten ist es alles erlaubt, verboten ist nur, wenn jetzt er unterschreibt, dass seine Stimme bei der sonstigen Abstimmung XY er deswegen so ausfällt, weil RWE oder wer auch immer dann da sitzt, das so will. Dann ist es irgendwie Korruption. Oder wenn er das Briefpapier vom Bundestag benutzt und da deswegen einen Minister anschreibt, für dieses Unternehmen, dann ist es sozusagen nicht erlaubt. Aber das musst du ja nicht machen. Es können auch, die ganzen Absprachen können mündlich sein. Und wie gesagt, die können ja das Geld einfach zustecken als Spende. Es ist alles irgendwie völlig. Oder als Geschenke. Er hat ja auch behauptet, er hat von Wirecard kein Geld gekriegt. Das waren ja alles nur Geschenke. Ja, das sind alles Geschenke und es ist alles völlig legal. Und deswegen braucht es diese Regeln. Deswegen haben wir ja schon vor langer Zeit auch so eine Art Kodex mal erstellt, weil es keine Regeln gibt in diesem Bundestag. Und das ist der riesige Skandal. Jetzt haben sie ein bisschen mal was gemacht an Regeln, aber nur wegen diesen ganzen Skandalen. Ansonsten wäre keine einzige Regel gekommen. Aber die müssen viel strenger und deutlicher ausfallen, weil ansonsten gibt es eigentlich auch keine Korruption, außer man ist eben auch gleichzeitig noch bescheuert. Ne? Also Kollege Nüsslein und wie die alle sind, die haben halt auch noch einfach Mistgebaut, nicht nur missgebaut, sondern waren auch noch so leichtfertig, dass sie dachten, das ist sowieso keiner kontrolliert. Und das ist dann jetzt mal schiefgegangen. Aber im Endeffekt, wie gesagt, könnte nebenbei Millionär werden durch Konzerne und es wird keinem, mir könnte kein Strick daraus gedreht werden. Und dann ist es sogar irgendwann egal, wenn ich dann meinen Hut nehmen muss, aus einer Fraktion ausscheide oder nicht wiedergewählt werde. Ich habe ja dann alles sozusagen ins Trockene gebracht. Das ist das Schlimme in unserem System, dass es heute häufig nicht mehr darum geht, was zu verändern, politische Meinung zu vertreten, Argumente zu haben, von mir aus auch konservative, also wirklich für irgendwas zu stehen, sondern dass immer mehr ins Parlament kommen, die vor allen Dingen ihr Schäflein ins Trockene bringen wollen, absahnen wollen, direkt in die Wirtschaft wechseln wollen und damit natürlich sich so verhalten, wie die Wirtschaft und wie einige Player in der Wirtschaft das gerne hätten. Du hast ja tatsächlich sogar ein neues Wort geschöpft in deinem Buch, was ich sehr witzig fand, der Lobbytarier. Magst du da kurz drauf eingehen, was das ist?
Ja, das knüpft ja genau da an. Das ist genau das. Also früher hatten wir Abgeordnete, die haben eine Zeit, waren die Abgeordnete, eine Karriere gemacht, sind vielleicht Staatssekretäre geworden und sind dann abgeworben worden oder weil sie nicht wieder gewählt worden sind, sind sie dann zu den Lobbys gewechselt. Übrigens manchmal auch sehr bewusstes System. Jetzt kommt wieder Angela Merkel ins Spiel. Die selber gilt ja mal total sauber. Sie hat aber ein System etabliert, wo sie ganz viele Staatssekretäre, Sekretärinnen eingestellt hat, Van Kleden, Hildegard Müller, die sie dann selber postiert hat in der Wirtschaft. Auch sehr cool. Ne? Also die dann praktisch Van Kleden, der war schon, hatte schon den Vertrag von der Autolobby in der Tasche, hat aber noch für Angela Merkel in Europa verhandelt, als es um die Abgaswerte ging. Und der hat durchgesetzt in Europa für Deutschland, dass die Abgaswerte nicht so stark reduziert werden als Zwang für die Zukunft, wie das in Europa vorgesehen war. Und das hat er im Prinzip offiziell als Bote für die Kanzlerin, für die Regierung gemacht. Aber inoffiziell war er schon irgendwie, hat er schon seinen Posten in der Autolobby. Und das ist schon natürlich fatal. Aber heute wird es noch fataler. Heute sind Abgeordnete schon Lobbyisten, während sie im Parlament sind. Das heißt, sie haben zig Nebenjobs, sie sitzen in Aufsichtsräten. In der Landwirtschaft ist das ganz fürchterlich. Die haben dann sozusagen eigentlich gar keine Zeit fürs Abgeordnetenmandat, weil sie in so vielen Aufsichtsräten, in so vielen Lobbys sitzen, von denen bezahlt werden. Und natürlich prägt und beeinflusst das dann ihre Entscheidungen hier, wenn es sich nicht sogar komplett vorherbestimmt. Und diese Leute, die das schon während ihrer Karriere machen als Politiker, die nenne ich halt Lobbytarier, weil das kannst du nicht mehr trennen zwischen Lobbyisten und Parlamentarier. Das ist eine gewachsene Soße und das ist wirklich nicht mehr demokratisch. Im Prinzip ist vielleicht der Lobbytarier der Inbegriff der Postdemokratie. Ja, schön, ja. Jetzt, gehässige Frage, beziehungsweise gehässig ist sie gar nicht ernst gemeint, aber Schröder ist ja auch aus der Regierung raus zu Gazprom. War Schröder auch schon ein Lobbytarier? Ja, die Frage ist, was er schon alles gemacht hat, bevor er dann diese Wirtschaftsposten gehabt hat. Er hat sie nicht gehabt, während er im Bundestag saß. Ne? Deswegen war die Mischung da noch nicht so da. Aber es sind natürlich nicht wenige auch damals schon gewesen, die im voreilenden Gehorsam bestimmte Lobbys zumindest geschont haben oder auch bevorzugt haben, um dann vielleicht da ihr Schärflein ins Trockene zu bringen. Aber zumindest ist Schröder nochmal ein ganz krasser Fall, weil es ist ja auch so, dass er ganz viel Geld immer noch vom Staat kriegt jedes Jahr. Das heißt, es ist ja nicht so, dass er fertig ist mit seiner politischen Karriere und dann machen kann, was er will, sondern ich finde, solange er eben immer noch bezahlt wird als Ex-Bundeskanzler, hat er auch eine Repräsentationspflicht ja immer noch und wird auch so wahrgenommen. Und bis jetzt war es ja sogar so, auch bei den Konservativen wie Kohl und so weiter, dass die sich dann zur Ruhe gesetzt haben. Dann könnten die nochmal wie Helmut Schmidt, das fände ich völlig in Ordnung, dann kann der natürlich in der Zeitung wie der Zeit irgendwie dann von mir aus Mitherausgeber sein oder auch Artikel schreiben oder zu einer Uni gehen oder so, das ist alles in Ordnung. Aber dann für ein Unternehmen Hauptlobbyist zu werden oder einer der wichtigsten Lobbyisten zu sein, um irgendwie da das zu öffnen, das ist völlig übel. Und so einen dann, das war auch, da habe ich auch wirklich fast gebrochen, das war auch, bevor ich ausgetreten bin noch in der SPD, hat der nochmal auf dem Parteitag geredet. Ne? Also und da habe ich dann auch gefragt, ob er jetzt als Ex-Kanzler oder ob er als Gazprom-Lobbyist da redet. Aber da hat auch die SPD, die tut jetzt immer so, dass die Bösen ja alle nur in der CDU sind und die CDU ist sicherlich die dickste Spinne im Lobbynetz, aber die SPD macht das auch, wenn sie kann. Ich glaube, das machen alle, wenn sie können. Ich glaube, unter uns werden wir auch nachher nochmal mit einer Frage konkreter drauf eingehen. Ich glaube, dass alle Parteien, die ein gewisses Level an Establishment erreichen werden, sich diesem System unterordnen müssen. Sonst haben sie gar keine Chance, sich lange zu halten. Ja, und sie machen es zum Teil ja auch freiwillig, ne? Das muss man so sagen. Und dass es heute eine Schieflage gibt, liegt auch natürlich an den Gelegenheiten, weil es gibt natürlich eine Menge Abgeordnete, die kommen gar nicht mehr in die Verlegenheit, das zu machen. Und das muss man auch sagen, einerseits glaube ich schon, dass die Linken ein bisschen gefeiter davor sind, aber die meisten kommen auch da nicht in die Verlegenheit, weil sie einfach nie in der Regierung auf Bundesebene sind. Und deswegen gibt es natürlich da auch keine großen Lobbyangebote.
Und aber ich glaube eben auch, dass egal welche Farbe du da austauschst, wenn das System nicht verändert wird, dann wird das ganz schnell übernommen und färbt sich ab, auch wenn es vielleicht natürlich bei Union und FDP irgendwie leichter ist oder schon in der DNA mit drin steckt. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist es ja eine Ehrensache schon fast. Ja. Du machst, ja. Du hast ja Ehrenwort. Das ist eigentlich schon immer bei mir so war. Du redest in deinem Buch von 3x7 Vorschlägen. Kannst du ein bisschen darauf eingehen, was sind die Dinge, die wir dringend anders machen müssen, um dieses Netz aufzulösen? Ja, ich habe das ein bisschen in so einer Schichtung. Also in der ersten Schichtung spreche ich halt ganz klare Vorgaben, Gesetze, die wir ändern müssen, Regeln für Politikerinnen und Politiker. Am liebsten wäre mir, wir würden die nicht selber ändern, sondern wir würden einen Bürgerinnenrat einberufen, also per Losentscheid, wo Leute aus allen Bevölkerungsgruppen, Bereichen, Regionen zusammenkommen und darüber entscheiden, gerne sich Expertinnen und Experten anhören, von mir aus auch mit der Politik reden und dann zu einer Entscheidung kommen, welche Regeln wir haben. Das ist viel fairer und es ist immer schwer, sich selbst Regeln zu geben, selbst wenn das, was wir jetzt haben, wirklich ein Witz ist. Aber das wäre, glaube ich, fair, weil die sollten darüber bestimmen, wie viel wir verdienen. Die sollten darüber bestimmen, welche Altersbezüge wir haben. Die hätten auch locker darüber bestimmt, weil das, wir haben jetzt gesehen, das ist ein Desaster. Wir werden 800 oder sonst was Abgeordnete haben. Die Große Koalition hatte 4 Jahre Zeit, eine Reform vorzulegen und hat völlig versagt, hat wieder mal alles abgelehnt, was von der Opposition kam. Und die Zeche werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben. Aber nicht nur das, das wird ja insgesamt ein riesiges Problem, weil wir können ja nicht untergebracht werden. Das wird ein riesiges Chaos sein. Und dann sind wir fast so groß wie China. Also das ist ein Witz eigentlich. Aber das mal davon ab. Also, und aber auch die Regeln. Wie sieht's mit Lobbyismus aus? Wie sieht's Übergang aus? Wie sieht's mit der Transparenz aus? Das sollte so ein Bürgerinnenrat machen. Ich habe natürlich meine Vorschläge gebracht. Die bringe ich auch schon länger. Die stehen auch in dem Buch. Aber ich fände es noch besser, wenn es ein Bürgerinnenrat macht. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, insgesamt, was Gesellschaft und so weiter angeht, wie wir mit Lobbyismus, mit diesem System umgehen sollen, weil der Profitlobbyismus im Bundestag und in der Politik ist ja auch nur ein Teil. Also die Beeinflussung findet ja überall statt. Und wer glaubt natürlich, dass diesem Profitsystem sich die Politik entziehen würde, ist natürlich schief gewickelt. Das heißt, auch da ist es nur ein Symptom. Das ist ja so, weil wir insgesamt eine Profitgesellschaft haben, wo sich alles unterordnet. Und das haben wir jetzt mal, nehmen wir mal die Pflege. Also es gibt Bereiche, da kann man ja über Markt reden. Aber in der Pflege, die Pflege kann nicht komplett einem Markt folgen. Weil das bedeutet natürlich, dass Leistungen nicht so sein werden, wie sie sein sollten. Das heißt am Ende, dass sowohl das Personal als auch die Leute, die die Pflege brauchen, also die Patienten oder die in Alter oder durch Krankheit da gebunden werden, dass die am Ende leiden. Weil dann geht es nämlich nicht mehr um Menschen, dann geht es nicht um Wertschätzung und dann geht es nicht um Aspekte, die wir eigentlich in einer guten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die auf Würde und Respekt und so weiter aufgebaut ist, sondern dann geht es nur um Profit, dann geht es um die Zahlen, dann geht es um die Fallzahlen. Ne? So und so viele Betten müssen wir besetzen, das und das müssen wir verdienen, die schwarzen Zahlen müssen wir schreiben. Und das funktioniert nicht. Wir können ja über Effizienz reden, auch in einem nicht profitgeprägten System, aber alles an Profit festzumachen, wird nicht funktionieren. Und spätestens bei Pandemien und so weiter ist es natürlich komplett vorbei. Und das war nicht die letzte Pandemie, die wir haben. Alle glauben ja, das ist dann irgendwann vorbei und das ist vorbei. Nee, so wie wir die Natur ausbeuten, wie wir die ganzen Tiere raushalten aus dem System und die keinen Lebensraum mehr haben und wie wir Fleisch verarbeiten und Märkte haben, werden ganz, ganz viele neue Pandemien auf uns zurollen. Und die werden so kostspielig sein, das ist ein Klacks da sozusagen, dann mal die Pflege auf andere Beine zu stellen. Das heißt, wir haben ein System, was nicht so funktioniert, dass es zukunftsfähig ist. Und jetzt habe ich Klima und Umwelt noch nicht mal angesprochen. Da erst recht nicht. Und wenn wir das weiter betreiben, dann wird diese Gesellschaft komplett untergehen. Und von daher glaube ich, wir brauchen ein anderes System. Und da spielt natürlich Politik eine wichtige Rolle, aber es ist eben nicht das Einzige. Ich nehme mal noch ein Beispiel. Also wir haben ein System, wo Gewinne privatisiert sind
und Risiken vergesellschaftet werden. Auch das muss abgeschafft werden. Und ich rede auch immer nicht nur zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Konzernen. Auch da ist es ja total unterschiedlich. Also wenn jemand eine Pommesbude betreibt, dann ist er ja auch erstmal ein Teil der Wirtschaft und selbstständig. Der muss ein Entsorgungskonzept machen, das ist Wahnsinn, das habe ich mir angeguckt. Das ist wirklich schwierig. Und was jetzt Gastronomie bedeutet, haben wir auch in der Pandemie nochmal ganz stark gesehen, ne? Also welche Risiken damit verbunden. Die Risiken müssen die alle selbst tragen. Die sind jetzt pleite gegangen, manche haben ein bisschen Unterstützung gekriegt, manche kamen es zu spät, die sind pleite gegangen und mussten das Risiko eigentlich selbst tragen. Ein Atomkonzern hat gar kein Entsorgungskonzept, hat das gefährlichste Gut, was es überhaupt gibt, musste nichts dafür tun, hat den Dreck da einfach hingestellt und die Gesellschaft haftet dafür. Von den 3 Milliarden, die wir jedes Jahr für den Klima- und Umwelthaushalt zur Verfügung haben, was übrigens ein Witz ist, wir haben alleine im Militärbereich 8 Milliarden Erhöhung gehabt in 3 Jahren und für Umwelt und Klima haben wir 3 Milliarden insgesamt zur Verfügung. Die Hälfte davon geht drauf, um diesen scheiß Dreck der Atomkonzerne unter die Erde zu kriegen. Und damit ist ja noch keine Sicherheit geschaffen, sondern nur, es ist unter der Erde. Und vielleicht aus den Augen, aus dem Sinn. Genau, und vielleicht ist es noch irgendwo unter der Erde, wo es nicht ganz so gefährlich ist wie an einer anderen Stelle. Das kostet uns 1,5 Milliarden pro Jahr. So, aber dieses Ungleichgewicht zwischen der Pommesbude und dem Atombetreiber, daran sieht man ja schon, wer, und das könnte ich ja weitertreiben mit Amazon und so weiter, wer zahlt fast keine Steuern, wer kriegt alle Privilegien, wer kriegt Subventionen und so weiter. Und kleine bis mittelständische Unternehmen, die eher regional verhaftet sind, die wir eigentlich fördern sollten, die haben hohe Auflagen, die haben hohe Risiken. Wenn das schief geht, dann haften die selbst. Und das ist sozusagen ein System, was wir haben. Je mächtiger, je größer, desto mehr sie eigentlich selbst helfen können, desto mehr Privilegien geben wir denen, desto mehr Rechte geben wir denen und desto weniger Pflichten haben sie. Und je kleiner sie sind, desto mehr Pflichten, desto mehr Auflagen und höhere Risiken haben sie. Und wir müssen das System komplett umdrehen. Und da komme ich dann sozusagen in den Forderungen, die danach sind, wo wir wirklich mal über ein anderes System nachdenken. Und vor allen Dingen, wir haben es ja in Deutschland so, dass du immer hast, Kapitalismus, das andere ist Sozialismus. Und das ist aber auch nicht Sozialismus, sondern das ist DDR. Wenn du das willst, dann willst du doch die DDR wieder aufbauen. Das ist erstens total einfallslos. Es ist völlig bescheuert. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, auch ein Wirtschaftssystem aufzubauen. Und es ist sozusagen nicht der Endzustand in diesem System, ist nicht das, was sein wird. Es wird sowieso untergehen. Jedes System ist mal untergegangen. Die Frage ist doch, ob wir nicht jetzt damit anfangen, bevor es zu spät ist, mal über andere Möglichkeiten nachzudenken und mit solchen Dingen anfangen. Aber wir doktern, wenn überhaupt, an Symptomen rum. Das wird uns nicht weiterführen. Ich würde jetzt gerne genau mit deinen Worten eigentlich weitermachen und die Frage wird jetzt ein bisschen länger, bear with me. Und zwar, du sagst es selber, wir reden von Symptomen etc. Für mich, und ich bin einfach bekennender Antikapitalist, würde ich immer sagen, it's not a bug, it's a feature. So funktioniert das System. Du sagst selber schon, wir müssen das System umdrehen. Ich bin mal frech, also Revolution heißt ja umdrehen. Du schreibst auch sehr, sehr drastisch, tatsächlich, dass es nicht geht, ohne jemandem weh zu tun. Wir reden hier nicht von einer kleinen Reform oder sowas. Das ist ein Lobbyregister, reicht längst nicht aus. Du verwendest auch den Begriff der Rebellion der Demos. Ich bin mal frech und unterstelle dir so ein ganz viel, du läufst so ein bisschen um den Begriff Revolution herum. Du verwendest ihn, glaube ich, nicht ein einziges Mal, aber es fühlt sich ein bisschen so an für mich. Ja. Ja, Revolution habe ich, glaube ich, ein gespaltenes Verhältnis zu. Also erstens ist ja meistens, läuft eine Revolution meistens gewalttätig ab. Mhm. Das ist das Erste, wo ich ein Problem mit habe. Das Zweite, bei Revolutionen, haben sich häufig andere Machtverhältnisse gebildet, aber die Machtverhältnisse, die entstanden sind, waren dann im Laufe manchmal gar nicht besser oder zumindest hatten sie auch Ausfälle, die ich auch so nicht tragen kann. Ja. Deswegen habe ich gar nichts gegen diesen Begriff an sich, sondern gegen die Geschichte von, was man als Revolution irgendwie verortet. Also wenn dann eher, glaube ich, bei einer Rebellion sozusagen auf einer demokratischen Grundlage, weil ich glaube, dass die Menschen grundsätzlich vom Gefühl und vom Bauch her eigentlich wissen, was
besser für sie wäre und was auch die Zukunft besser gemacht ist, aber durch die ganze Täuschung, die Trickserei und sie unglaublich viel Energie aufwenden müssten, um sozusagen da mitzureden, mitzumachen, sie doch leider meistens dann verharren und sagen, dann nehme ich weiß, es ist Kacke, aber dann nehme ich lieber das, was ich habe. Und deswegen bin ich eher dafür, erstmal ein Bewusstsein zu schaffen und Wege dann zu offerieren, wie das anders funktionieren muss. Mhm. Aber das dafür wahrscheinlich eben nicht ausreicht, ja, immer mal nur sich hinzustellen und zu sagen, ich sag euch jetzt, wie das geht, und erst recht nicht ausreicht, das, was Grüne und SPD jetzt immer wieder machen, an Symptomen zu doktern, und das tun sie ja auch nur rein programmatisch, das ist klar, ne? Deswegen sage ich einfach, ne? Das wird nicht so easy sein und du wirst Leuten auf die Füße treten müssen. Es wird nicht allen besser gehen. Ne? Du wirst auch was Leuten was wegnehmen müssen. Ne? Das wird alles passieren. Aber ich will das eben, ich mag nicht gerne Begriffe aus der Vergangenheit benutzen, auch nicht Sozialismus oder sonst was. Nicht, weil ich bestimmte Sachen da nichts abgewinnen kann, sondern weil ich glaube, dass uns das nicht weiterhilft, weil es sofort eine Spaltung herbeiführt bei vielen Leuten. Und du hast am Anfang gesagt, es ist ganz gut, dass ihr auch einen Podcast habt, wo man jetzt erstmal so insgesamt Spektrum guckt. Und das, glaube ich, was bei Linken, und selbst mit dem Begriff habe ich mittlerweile fast ein Problem, also auf jeden Fall bei einem bestimmten Spektrum ein riesiges Problem ist die absolute Elfenbeinpolitik. Und das habe ich so unglaublich erlebt. Und ich glaube, damit macht man sich so wahnsinnig viel kaputt. Die Rechten schaffen es immer, ne, vor allen Dingen auf den Feind einzuprügeln. Mhm. Ihre eigenen Ressentiments hinter anzustellen. Und die Linken schaffen es vor allem, sich selbst zu bekämpfen. Der hat sich selbst jetzt anders gemacht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Der ist in dem Lager, da bin ich sein Feind. Und da ist sozusagen, ne, man prügelt auf sich selber auf, weil der hat mal was Falsches gesagt, der hat mal ein blödes Sharepick gebracht. Der hat doch mal mit dem ein Interview geführt. Oh Gott, mit dem kann man nicht mehr reden. Anstatt zu sagen, fuck you, ne? Die Rechten, die müssen sozusagen richtig auf die Fresse kriegen. Und wir müssen aber auch gegen die Neoliberalen kämpfen, weil ansonsten wird das nicht besser. Nee, bekämpfen wir uns irgendwie selbst. Und deswegen versuche ich immer irgendwie bestimmte Begriffe zu vermeiden, um nicht sofort wieder so eine Angriffsfläche zu geben, weil ich sofort wieder weiß, was kommt. Und habe ich leider auch, vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich dann zur Partei gegangen bin, habe ich einfach bei den Linken, also bei der Partei der Linken, sehr, sehr stark gemerkt. Ich habe mit dem geredet und weil ich mich mit dem gut verstanden habe, dann hatte ich ganz, ganz viele in den Linken gegen mich. Und das war schon so, als ich noch in der SPD war, wo ich so dachte, ey, what, ne? Also ich komme gut klar mit vielen Linken und was soll das? Dann wurde ich aber beschimpft aus dem linken Lager, weil ich habe dann irgendwie mit Fabio Di Masio oder mit irgendwelchen guten Leuten in der Partei geredet und hatte dann ganz viele gleich gegen mich, obwohl sie aus einer Partei waren. Ich habe es nicht begriffen. Und das ist, mit dieser Kacke müssen wir aufhören. Da würde ich gerne nochmal einsetzen, weil ich verstehe dich. Ich weiß, wo du herkommst. Ich verstehe, warum du deine Strategie fährst. Ich kann noch nicht mal sagen, dass ich es anders sehe. Tatsächlich würde ich aber gerne jetzt ein bisschen Butter bei die Fische, weil was ist dann deine Theorie der Veränderung und wie bekommen wir genug Gegenmacht? Und wir brauchen Gegenmacht, um innerhalb dieser Demokratie diese Demokratie an sich den Mächtigen wieder aus der Hand zu nehmen? Also wir brauchen vor allen Dingen Vernetzung, wir brauchen Verbündete und wir brauchen die Menschen, die das komplett abgeschenkt haben. Mhm. Also nochmal sehr spannend, ich weiß nicht, ob du das Buch Working Poor kennst von der Friedrichs, die ist eine investigative Journalistin, hat am gleichen Institut wie ich studiert und hat sogar auch mal hier bei mir im Büro ganz am Anfang gearbeitet, macht sehr gute Arbeit, hat ein Buch über Working Poor gesprochen. Das ist sehr spannend, wie sie das macht. Ne? 50% in diesem Land besitzen ungefähr nur 1-2% des Vermögens. Mhm. Und 10% besitzen über 60% und dann ist noch was dazwischen. Und diese 50%, die eigentlich nichts haben, wie gesagt, die haben vielleicht einen Job, aber im Endeffekt haben sie nichts, könnte man in einer Klasse eigentlich schon zusammenfassen. Aber die lassen sich nicht zusammenfassen, weil das eben nicht mehr so ist wie vorher. Aber trotzdem haben sie natürlich ein bestimmtes Schicksal. Aber auch die versuchen sich eher nach unten abzugrenzen, als nach oben zu gucken. Und trotzdem fühlen sie sich als abgehängt. Trotzdem wissen sie, es ist schwierig.
oder zumindest, wenn was passiert, dann haben sie keine Rücklagen, und die wieder zu aktivieren. Und die wählen von denen fehlen viele nicht mehr. Das sind die Stadtteile in Dortmund, und das ist überall in den Städten so, da wählen nur noch 25-30% bei irgendwelchen Wahlen, während in den gut situierten Stadtbezirken 80 wählen. Die haben kein Gemeinschaftsgefühl mehr, die grenzen sich nach unten ab. Manche wählen die Rechte, übrigens nicht alle, das ist bei Weitem, die meisten wählen nicht. Oder sie wählen noch das kleinere Übel. Aber sie haben sich abgewandt von SPD. Sie wählen auch nicht die Linken, also im Westen schon gar nicht. Aber auch im Osten ist das immer weniger so. Und das ist eine Klasse ohne Klassenbewusstsein. Es ist eine Klasse, Gruppe, die sozusagen nicht einsteht mehr dafür. Und die muss man erst gewinnen. Vorher braucht man über solche Begriffe auch gar nicht reden. Wenn wir uns akademisch hochtrabend darüber unterhalten, was alles nicht so gut läuft, und dann auch noch irgendwie mit dem Fingerzeig, ne, auf die schauen aus den Stadtteilen, denen es nicht so gut geht, ne, ja, ihr müsst jetzt aber mal, ihr müsst beim Bioladen einkaufen und ihr müsst das machen und ihr müsst auf jeden Fall jetzt auch mal endlich Rot-Rot-Grün wählen bei der Wahl, und kleine Parteien dürft ihr sowieso nicht wählen, das ist ein Stimmen für die Tonne, und dann kommt ja so ein akademischer Nonsens-Shit raus, noch mit 50 Fremdwörtern garniert, ne? Dann gibt's ja solche Leute wie Sixtus und so, die unterwegs sind mit Hunderttausenden von Followern in Social Media und dann immer diese Leute mit dem Finger so drauf zeigen. Ja, das müssen wir überwinden. Wir müssen die Leute ansprechen. Wir müssen auch erstmal ein Verständnis für die da haben, dass Klimaschutz für die jetzt im Augenblick, im Alltag vielleicht nicht das Allerwichtigste ist. Das wird für sie am wichtigsten, weil es nicht, das muss man denen aber erklären. Man muss es so erklären, dass es nicht mit gehobenen Zeigefingern ist. Und vor allen Dingen, dass man auch deren Würde mal akzeptiert. Dass es eben nicht sein muss, dass man studiert und Akademiker ist, sondern dass Ausbildungsberufe verdammt wichtig sind und einen hohen Anspruch haben und nicht nur in Krisenzeiten Berufe sind, wo sich alles drauf stützt, was wir haben. Ne? Und dieses Selbstverständnis muss man dann erstmal wiedergeben. Und dann, glaube ich, dann können wir über das reden, was wir hier verändern können. Weil in der akademischen Klasse, ja, dann streiten wir uns wirklich über Halbsätze, werden wir gar nichts erreichen. Das heißt, eine einfache Sprache, eine klare Ansage, erstmal für diese Gruppen, für diese Menschen und für die auch was tun. Und dann können wir sozusagen in den anderen Bereichen auch bestimmte Dinge revolutionieren. Das Problem ist nur, das ist das große Aber, gerade was Klima und Umwelt angeht, haben wir keine Zeit. Haben wir keine Zeit. Und das macht so dringlich. Ansonsten würde ich vielleicht auch sagen, meine Güte, ich habe jetzt meine Arbeit gemacht. Ich werde weiter bei Lobbyismus aufklären. Und ich lehne mich zurück, aber ich habe eine Tochter und ich möchte mich nicht zurücklehnen. Und das, was Schellnhuber gesagt hat, ne, wir wissen, was passiert, und setzen unsere Kinder aber in einen Bus, der zu 98% tödlich verunglückt. Und wir machen es trotzdem. Und da haben, und es gibt nicht mehr viel Zeit, die wieder aus diesem Bus rauszuholen. Mhm. Und deswegen glaube ich, kann ich auch diesen normalen Freiheitsbegriff nicht mehr überlassen, nach dem Motto, ja, wer keinen Bock hat auf Politik, der lässt es halt. Nein, es geht nicht. Ich kann keinen aus der Verantwortung entlassen. Das ist gegen mein eigenes, weil da bin ich eigentlich liberal, wo ich so denke, sollen die Leute machen, was sie wollen. Aber das geht nicht. Funktioniert nicht mehr. Ne? Und da muss ich leider sagen, nee, ihr müsst jetzt alle ran. Aber das geht nicht mit wir hier und wir Schlauen und ihr da unten, ihr Doofen, und dann wählt ihr auch noch irgendwie die Basis oder irgend sowas. Ne? Also mich da nur drüber echauffiere, dann hole ich das nicht. Dann schaffe ich nämlich keine wirkliche Revolution. Mhm. Mhm. Interessante Perspektiven, ja. Wir hatten ähnliche Themen, haben wir auch schon ein paar Mal selber gehabt, dass dieses Aburteilen wird uns Kopf und Kragen kosten irgendwann. Also ich sag nur, lest Baron, ne, das ist Journalist, der erzählt, wo er herkommt, wie es ihm ging, wie er sich hochgearbeitet hat und wie er aber immer noch an der Uni unterschätzt wurde, abgecancelt wurde und so weiter. Ne. Also wir haben Diskriminierung nicht nur in den Bereichen, die wir immer diskutieren, sondern gerade auch da immer mehr. Und das dürfen wir nicht das dürfen wir nicht vergessen. Und da geht es wirklich um ein bisschen Würde und ein bisschen Verständnis für diese Leute.
Und wenn wir das nicht haben, brauchen wir über die anderen Sachen eigentlich nicht diskutieren. Und dann werden wir auch keinen Klimaschutz machen, ne? Weil dann werden die Leute immer auf die Barrikaden gehen, wenn der Spritpreis hochgeht. Natürlich. Und das, wenn wir den Zusammenhang nicht erklären, dann bringt das nichts. Nee, wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen, nicht wo wir sie gerne hätten. Ja, und die stehen natürlich schon so weit weg, dass wir erstens sowieso dahin gehen müssen und zweitens selbst das sehr schwierig wird. Also mit Veranstaltungen alleine und auch jetzt ich mache Lesungen. Das möchte ich ganz kurz erzählen. Ich habe eine Lesung gemacht, gerade auch im Dortmunder Stadtteil, wo ich auch zur Schule gegangen bin, ne, wo das ein bisschen deftiger ist und den Leuten es nicht unbedingt allen so gut geht. Und dann stand dann einer auf und sagte hinterher so, mir geht's ganz gut, ich habe jetzt keinen super Job, aber was ich zu meinem Job gehört, ist, dass ich Kartuschen auswechsel und ich bin dann in so einer Barackenbereich, sagt er, das, woanders würde man das schon fast Slum nennen. Da wohnen die Leute in Wohnwägen und so weiter. Die haben schon sowas wie ein Dach über dem Kopf, aber das ist alles sehr rudimentär. Die meisten leben von Harz oder sie haben so irgendwelche Nebenjobs und kleine Sachen, die sie machen. Und ich wechsle da die Kartuschen aus, damit sie irgendwie Gaskartuschen haben, ne? Und das haben wir da. Und irgendwann kannten die mich und dann bin ich da schon mal gesessen und mit denen Bier getrunken oder mal gesessen. Und von denen will keiner mehr. Keiner. Und die sind alle völlig frustriert, was das politische System. Und die sagen, es ist völlig scheißegal, wenn wir wählen, die verarschen uns eh alle. Und er meinte dann, und die haben ja auch recht, diese Leute. Und da geht halt keiner hin. Und die gehen auch nicht irgendwo hin, wo Politik noch passiert. Das heißt, die kann man gar nicht mehr abholen, sondern da musst du, wenn, dann schon dahin gehen. Und das ist ein dickes Brett, aber das vergessen wir. Aber wir treffen uns halt lieber mit Lobbyisten, wir werden lieber eingeladen zu irgendwelchen Volksfesten und machen da irgendwie die Zapfanlage, die wir anschmeißen, sind auf irgendwelchen netten Fotos. Das machen wir Politiker. Wir gehen nicht dahin, wo die Leute uns nicht einladen, wo sie vielleicht sogar uns gar nicht gerne sehen. Das müsste auch, das ist so eine Sache, die man umdrehen muss. Das passt gut zu meiner letzten Frage, weil was wären denn für dich jetzt die logischen nächsten Schritte? Ich meine jetzt wirklich für dich, deine Initiative Lobbyland, was sind denn die nächsten Schritte auf dein Ziel zu für dich? Naja, ein bisschen hängt von der Wahl ab, natürlich, aber ich werde Lobbyland auch so oder so weitermachen. Natürlich hast du eine andere Möglichkeit als Abgeordneter, weil ich natürlich dann Rederecht habe, weil ich Möglichkeiten habe, Privilegien habe, die ich natürlich dann auch dafür nutzen kann, genau das zu enttarnen, was da passiert. Davor haben ja auch so viele Angst, weil alles andere ist ja einschätzbar. Selbst bei den Parteien, die man vielleicht sonst so nicht mag, aber jemand, der dieses nutzt, um Sachen öffentlich zu machen, die man nicht draußen haben will, das ist ja so, ich bin ja so der Nestbeschmutzer. Dabei ist es ja, es wird immer vergessen, ne? Also die Bevölkerung ist unser Chef oder Chefin. Wir können das ja gar nicht beschmutzen und die haben ja ein Recht darüber auch zu erfahren, was da passiert. Das heißt, eigentlich muss der Bundestag ja so der transparenteste Ort sein, den es gibt in Deutschland. Eine Familie kann sich schützen, meine Privatsphäre kann ich schützen. Die würde ich übrigens auch von jedem Politiker schützen. Es geht niemandem was an, wer irgendwie was wo privat macht. Aber was wir hier beruflich machen, mit wem wir uns treffen und so weiter, das muss alles transparent sein und da versuche ich so viel aufzudecken, wie geht. Und das werde ich natürlich weitermachen als Abgeordneter und den Finger in die Wunde stecken. Und als Abgeordneter habe ich andere Möglichkeiten. Wenn ich nicht mehr Abgeordneter bin, habe ich aber auch Möglichkeiten. Ich werde die Initiative weitermachen. Ich kann mir vorstellen, bei einer NGO zu arbeiten in dem Falle. Oder was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, eine Art Mediennetzwerk aufzubauen, die sich damit beschäftigen und wo man auch wieder aufdeckt, ne, wo man... Es gibt ja schon ein paar, die das richtig gut machen auch, ne, in bestimmten Bereichen, Korrektiv und andere. Aber ich möchte es speziell dann halt nochmal im Bereich Lobbyismus transparent und Staatsmacht und so weiter machen und die Vernetzung fördern. Das ist mir ganz wichtig, die Vernetzung der verschiedenen Gruppen. Alle die, ich nenne die Demokratorinnen, ich wollte ja auch den Lobbytariern was gegenüberstellen, die hat auch extra mal da die männliche und da die weibliche Form genutzt, nicht weil das immer so ist, aber damit müssen sie jetzt alle klarkommen. Und die Demokratoren sind dann irgendwie diejenigen, die dagegen aufbegehren, die aufdecken, ne, wie Lobby Control, wie Abgeordnetenwatch. Aber die müssen sich mehr vernetzen und auch mehr zusammenarbeiten. Und ich möchte auch eine Vernetzung und eine Zusammenarbeit der ganzen Initiativen, Bewegungen, von Klimabewegung bis sozialen Vereinen. Auch die müssen mehr voneinander mitbekommen, sich mehr unterstützen, weil ansonsten zerfällt das alles ganz schnell. Und nur dann gibt es eben Chancen. Auch da müssen
sozusagen die Hindernisse überwunden werden und die Elfenbeintürme ein bisschen verlassen werden. Also es, bei der Klimabewegung fand ich das schon nicht so schlecht, das Ende Gelände, das Extinction Rebellion, Fridays zumindest zum Teil auch zusammengearbeitet haben oder zumindest sich nicht in den Rücken gefallen sind. Das ist ja schon mal viel wert. Es muss aber noch besser werden und es muss auch mit sozialen Gruppen passieren. Ich glaube, dann hat man eine Wirkungsmacht, die viel größer ist, als man denkt. Und da habe ich, setze ich auch so ein bisschen schon auf die jüngere Generation, weil die sind nicht mehr in die Parteien gegangen. Vielleicht haben sie alles in ihre Selbstständigkeit oder sonst was gepackt, aber es sind eben auch einige, die sich da noch sehr engagieren. Und die sind nicht unmächtig, wenn sie sich mehr vernetzen, mehr koordinieren und auch lernen, wie man Lobbyismus richtig betreibt. Super. Cool. Danke für die Worte. Vielen lieben Dank für dieses Interview. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns in nicht allzu ferner Zukunft nochmal über den Weg laufen, nochmal einen Abgleich machen. Wie hat es sich entwickelt? Was ist passiert? Gibt es neue Ideen? Ja. Vielen, vielen Dank. Toi, toi, toi und viel Erfolg mit deinen Initiativen, auch mit deinem Podcast. Viel Erfolg bei der Wahl tatsächlich. Die wird zwar schon wahrscheinlich vorbei sein, wenn dieses Interview ausgestrahlt wird, aber trotzdem jetzt hier erstmal toi, toi, toi. Und ja, dann auf bald. Auf bald. Ich freue mich drauf. So, Leute, Stammtisch. Ich hab ein Corona. Muss man jetzt eigentlich Trigger-Warnings aussprechen, wenn man sagt, dass man Corona trinkt? Ich muss mir jetzt leicht angesoffen einen blöden Spruch verkneifen. Ich glaube nicht, bei Corona geht's noch. Wir lieben hier Trigger-Warnings. Genau. Da müsste ich tatsächlich mal, meine Schwester hat mal so einen leicht angesoffenen Rant, die ist ja Sozialwissenschaftlerin über Trigger-Warnings gehalten. Die müssen wir mal einladen, mit ihr nur darüber reden, weil das ist anscheinend nicht hilfreich, sondern auch kontraproduktiv. Aber das machen wir mal in Ruhe. Da watschen wir die Lip-Turns noch ordentlich ab. Du sagst Ton. Was meinst du mit Ton? Hörst du uns nicht? Weil wenn da Ton steht, fange ich an zu zucken. Ja, Daniel hat das. Jawohl. Daniel hat natürlich keinen Ton, wenn er sein Mikrofon nicht vor der Klappe hat. Ja, ja. Was war das, Fehlerkultur? Moment, da gibt es jetzt hier ein. Der Checker. Scheiße. Und vielleicht ein. Nee, tatsächlich wollte ich sagen, wegen Trigger Warnings, meine Schwester hat, die ist ja Sozialwissenschaftlerin, und die hat mal einen ziemlichen Rant abgehalten darüber, dass Trigger und Content Warnings nicht nur nicht hilfreich, sondern sogar toxisch sind, weil stigmatisierende Narrative erzeugen, etc. Gewichtungen innerhalb von Traumata, etc. Wirklich spannendes Thema. Ich glaube, die holen wir uns mal. Auf jeden Fall. Hört sich spannend an. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Interview mit Marco gefallen. Jetzt sind wir in unserem Stammtisch-Segment, wo wir so ein paar Themen durchsprechen wollen. Und diesmal sind wir live. Das heißt, ihr könnt gerne mitsprechen. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwas, über das ihr reden wollt. Ich würde voll gerne die Frage von Samuel noch aufgreifen. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, sehr. Mach mal. Warte mal, ich suche sie mal. Das war ziemlich weit oben. Ja, das war sein erster Post, glaube ich. Und sein Logo ist pink. Genau. Samuel 78 ist übrigens in meiner Pubertät eine ganz, ganz wichtige Band für mich gewesen. Ceremony of Opposites, Perception Co. Also letztes Jahr noch. Großartige Alben, Schweizer Black Metal. Anyway. Er schreibt, ich habe eben zugeschaltet, daher muss ich noch 2 Stunden nachhören. Lass dir Zeit. Was mich als Altenpfleger interessieren würde, wäre, wie findet man Gehör und schafft es, seine Anliegen durchzusetzen? Dazu muss ich ein bisschen auf, wir haben dazu ungefähr zu diesem Themenkomplex mal ein Interview geführt mit Lucy, auch von der Partei Die Linke, über die Privatisierung im Gesundheitswesen. Und auch passend dazu das, was Uwe von der GDL gesagt hat, Streiken, Arbeiterkampf. Das ist, also ich sehe keine andere Möglichkeit für euch, also eigentlich für alle Lohnarbeitende, als dass ihr euch in Arbeitsgruppen, Arbeitnehmerinteressensvertretungen, wie auch immer die aussehen, ob das Gewerkschaften sind, ob das Betriebsräte sind, also jetzt für Leute, die vielleicht noch keine Gewerkschaft oder sowas haben, die unterstützt, zusammenkommen und gemeinsam ihre Interessen durchsetzen. Und wie gesagt, das probateste Mittel da ist einfach der Streik, die Verweigerung der Arbeit. Aber genau, having said that,
Ja, habe mir schon gedacht, dass Samuel so antwortet, lol, streiken, du kennst die Problematik nicht. Ja, das ist schon richtig, dass wir jetzt da, das ist natürlich eine ziemlich 0815-Antwort. Ein Tipp, es gab einen Podcast, den ich mal gehört habe, und ich glaube, es war 9:30 FM mit Ines Schwertner und Franziska Schreiber. Ja, ich verwechsel die immer. Das ist nicht Franziska Schreiner, sondern Franziska Schreiber. Anyway, in dem Podcast war auch eine Pflegekraft mit dabei. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber das war super interessant. Das fand ich echt interessant. Kannst du dir anhören. Und ich glaube, wir sollten auch dazu mehr machen, weil das ist ein Riesenproblem. Ja, definitiv. Insofern werden wir uns das auf jeden Fall anschauen, Samuel. Ja? Okay. Das ist ein schöner Einwurf, den er hier bringt. Klar. Oder die Person, ich weiß man gar nicht. Wir sind schon auf einem Minimum an Personen, wenn einer fehlt, gefährlich wird, wer soll da streiken? Das ist ein verdammt guter Punkt. Habe ich jetzt keine einfache Antwort zu, auch weil ich nicht, also ich habe zwar dort meinen Zivildienst gemacht, aber ist auch lange, lange her und da hat man auch einfach einen anderen Zugang zu dem Thema, als wenn man das als Lohnberuf macht, schon sein ganzes Leben. Ist ein bisschen schwierig. Ich würde trotzdem versuchen, so ein ganz bisschen das Narrativ von Uwe weitergeben und sagen, wenn ein Streik nicht wehtut, interessiert er auch keinen. Natürlich habt ihr die Problematik, dass dann Menschenleben eventuell auf dem Spiel stehen. Das ist, ihr seid da schon in einer besonderen Zwickmühle. Genau. Da müssen wir noch mehr Unterstützung von anderen. Genau. Also deswegen, ja, sollten wir uns mal genauer angucken. Ja, werden wir machen. Erstes Thema, was wir uns angucken wollten. Was machen wir denn zuerst? Vielleicht ganz kurz. Wirklich ganz kurz. Was denn? RoboZ schreibt die Lösung für alles in Worker-Koops. Ja, okay. kein Kommentar. Kuh in Guinea. Mm. Und zwar. Schieß los. Ich werde mal meinen Screen sharen, dann könnt ihr damit reingucken. Ein Bericht von Sekunde. Ein Bericht von Bloomberg, aber natürlich auch in vielen anderen Medien. Es gab einen Militärcoup in Guinea, Afrika. Das ist auch mittlerweile, das ist jetzt nicht vom 28. September. Diese News hier ist vom 28. September. Aber es gab quasi einen Militärcoup. Die Regierung wurde gestürzt. Das Militär ist jetzt an der Macht. Ich will jetzt gar nicht so viel dazu erzählen, nur darauf aufmerksam machen, dass da was passiert ist und dass wir eigentlich nichts davon wissen. Und auf diesen einen kleinen Fakt hier, der ganz weit unten in dem Bloomberg-Artikel steht. Ihr seht meinen Screen, richtig? Ja, ihr seht meinen Screen, ja. Guinea is the world's largest exporter of bauxite. Bauxite, Deutsch, which is used to make aluminium. Power grab roiled the metal markets, helping to push aluminium to a 13-year high. Also, Guinea ist einer der größten Exporter für Bauxit. Und Bauxit wird benutzt, um Aluminium herzustellen. Und diese Machtergreifung hat den Metallmarkt erschüttert und hat dafür gesorgt, dass der Preis von Aluminium auf ein 13-jähriges Hoch gepusht wurde. Ui. Also nur um zu wissen, dass da natürlich auch wieder andere Aspekte reinspielen als einfach nur irgendwelche Streits von irgendwelchen Parteien in Guinea. Wir werden demnächst, eigentlich ist das nur eine kleine Ankündigung, wir haben demnächst Milton Alimadi hier im Interview. Ich bin jetzt mit ihm in Kontakt. Ein hervorragender Historiker, was afrikanische Geschichte angeht und auch was gegenwärtige afrikanische Politik, kontemporäre afrikanische Politik angeht. Und mit dem werden wir dann auch über Guinea sprechen. Ja, das war die erste kleine News. Hast du sonst noch was? Tatsächlich, ja, etwas, was mich glorreich aufgeregt hat. Da ging der Puls auch gleich nach oben. Warte, ich muss es noch raussuchen. Und zwar vor Gericht ist über die Räumung des Hambacher Forst gesprochen worden. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, so vor knappen 3 Jahren ist der Hambacher Forst geräumt worden. Böse Zungen haben damals behauptet, dass der Büttel im Auftrag von RWE und nicht im Sinne des Staates gehandelt hat. Es gab sogar einen Toten. Ein Journalist ist ums Leben gekommen, ist von einem Baum gestürzt.
Also ganz krass, Steffen Mein, genau, Steffen Mein ist ums Leben gekommen bei der Räumung des Hambacher Forst. Also wirklich einfach so ein Thema, schön hässlich, Bad with Devil. Und jetzt, das Krasse ist, also die Formulierung finde ich geil. Das Gericht hat klar gesagt, dass der Grund für die Räumung vom Düsseldorfer Bauministerium lediglich vorgeschoben gewesen sei. Ich zitiere hier einen Artikel des WDR, den ich verlinke. Das Ministerium hatte die Stadt Kerpen gegen ihren Willen wegen angeblicher Brandschutzmängel der Behausungen zur sofortigen Räumung aufgefordert. Sprich, da ist wirklich in aller Öffentlichkeit sind die Interessen des Kapitals entgegen den Interessen des Staates und seiner Bürger durchgesetzt worden. Und es gab sogar, wie soll ich sagen, den GAU, den Verlust eines Menschenlebens. Oh, ja, gut gemacht. War übrigens, und das habe ich tatsächlich gar nicht so sehr auf dem Radar gehabt, es war die Arschkrampe Laschet. Auch an der Stelle. Also wirklich, ich finde ja. Mit den Beleidigungen musst du aufpassen, da können wir auch relativ schnell irgendwie angezeigt werden. Also Laschet weiß noch gar nicht, dass er eine Arschkrampe ist. Laschet ist ja einer unserer ersten Zuschauer. Da guckt er jedes Mal zu, wirklich. Also nicht, dass der uns anzeigt. So unter uns, ich meine, ich fand, dass alle drei Spitzenkandidaten, die irgendwie Kanzlerin hätten werden können, ziemlich zum Kotzen waren. Aber er wäre mir schon am peinlichsten gewesen. Nicht am schlimmsten, aber er wäre mir am peinlichsten gewesen. Was geht in Laschets Kopf vor? Würde ich auch sagen. Wenn ich jetzt sage, er ist so eins Pimmel, kriege ich dann auch Besuch von der Polizei. Ja. Nee. Also Hambacher Forst, wir haben es tatsächlich sogar nach Staats- und Klassenjustiz-Maßstäben unrechtmäßige Räumung. Cool. Gut gemacht. Schön. So, ich bin dran. Machen wir so tennismäßig, so Ping-Pong, oder? Ja, Mama. Alright, dann 99:1 heißen wir. Letztens in dem Artikel von der Zeit oder in so einem Post von der Zeit Folgendes gesehen. Ihr seht meinen Screen wieder? Yes, ihr seht meinen Screen. Die Vermögensexplosion. Seit den 70er Jahren hat die untere Hälfte der deutschen Gesellschaft kaum Vermögen aufgebaut. Unsere Grafik zeigt, wie sich dagegen der Reichtum an der Spitze entwickelt hat. Und das machen wir jetzt mit Mucke. Das war's. Ja, nicht besonders fantastisch, aber hier sieht man nochmal diese exponentielle Kurve, über die wir bei 99:1 auch so oft reden, die Ungleichheit darstellt. Und einfach mal den letzten Absatz vorgelesen aus dem Zeit.de-Artikel. Wenn man die Daten auf eine einzige Aussage bringt, ist es diese. In Deutschland werden vor allem diejenigen reicher, die schon reich sind. Anders als in den Nachkriegsjahren, als noch breite Teile der Bevölkerung profitieren konnten. Kleine Notiz von mir. Aufgrund Marshallplan und extrem großer Investitionen der Amerikaner in Europa und aufgrund des Kalten Krieges, erleben wir spätestens seit der Wiedervereinigung eine starke Polarisierung bei den Vermögen, sagt Herr Bartels. Und dieser Trend werde sich, wenn die Politik nicht gegensteuere, wohl noch verschärfen. Und das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert so stehen. Ich möchte kurz noch auf was eingehen, was Samael gepostet hat, und zwar schreibt er SES. Mir macht Merz immer noch Angst, beziehungsweise schon wieder. Und das Schlimmste an der Wahl letzte Woche war Lindner als Finanzminister. Fuck. Da muss ich auch echt sagen, für mich war das einer der Gründe, warum Laschet mir am unangenehmsten gewesen wäre, weil da hatte sich ja, ich nenne ihn mal einfach so, wie ihn Sonneborn auch nennt, weil da hatte sich ja der Fotzenfritz die ganze Zeit ins Spiel gebracht. Dass er, Zitat, das war ein Zitat. Ja, ich würde diesen Ausdruck nie verwenden. Zitat, niemals. Wir haben Sonneborn zitiert. Genau, wir haben Sonneborn zitiert. Und das würde mir schon die Schweißperlen auf die Stirn treiben, weil jemand, der auf Korruptionsvorwürfe in einer Pressekonferenz nur reagiert mit, das ist halt Kapitalismus. Und meine absolute Lieblingsgeschichte, ich glaube, die habe ich in dem Podcast schon erzählt, aber sie kann man nicht oft genug erzählen, ist Zitat Sonneborn, der Fotzenfritz hat seinen Laptop in der Bahn vergessen vor einigen Jahren. Der ist von einem Obdachlosen gefunden worden, dieser Laptop. Und dieser Obdachlose hat sich dann Mühe gegeben, hat diesen Laptop zur Polizei oder irgendwo hingebracht, sodass halt, Zitat Sonneborn, der Fotzenfritz seinen Laptop wieder bekommt. Und
Er hat sich gefreut, weil das war halt sein Dienstlaptop vom Bundestag. Da waren seine ganzen Bundestagsgeheimnisse, wahrscheinlich seine ganzen Schmiergelder alle drauf. Und jetzt kommt der Knaller. Was gab es für einen Finderlohn für einen Obdachlosen? Einen Fuffi? Nee, eine signierte Kopie seiner Autobiografie. Nicht mal einen Fuffi. Also, ich finde Lindner als Finanzminister wäre auch wirklich wie Scheiße im Stiefel, aber Merz macht mir am meisten Angst. Der hat so dieses Emotions... Also Lindner glaubt das, was er sagt. Merz ist für mich die pure egomane Berechnung. Das ist so, komm. Vollkommen entemotionalisiert, einfach raussaugen aus, was da ist. Also der ist für mich schon so Gipfelklasse. Ja, Samuel sagt, 50er wäre besser gewesen, aber ey, wer weiß, was diese signierte Kopie in 30 genau. Jahren noch wert sein wird. Ja, wenn der Obdachlose einen Ebay-Zugang hat. Und ja. vor allem nach dem Sturz des Kapitalismus, stell dir das mal vor, dann haben wir noch diesen einen. Naja, genau. Okay, nächstes Thema. Die Bibel quasi. Ja. was haben wir noch? Wir wollten uns, glaube ich, noch gemeinsam über die Bundestagswahl aufregen, oder? Du hattest live was mitgelebt im Wahllokal. Ja, es gab ja vor allem in Berlin und im Bezirk Berlin, Charlottenburg-Wilmersdorf, gab es einige Probleme. Das habe ich auch so noch nie erlebt, seitdem ich wählen darf. Was die... Ganz kurz, Lumpi Lumpinski, Merz macht immer den Eindruck, dass du aus einem Sarg, der mit Dollars gefüllt ist, abends aufersteht. Nice one, Lumpi. ja, genau. Ja, es gab wohl Probleme beim Austeilen der Wahlzettel. Ich bin um 15:30 Uhr bin ich ins Wahllokal. Natürlich wurden auch Wahllokale extrem reduziert, zentralisiert wegen der Corona-Pandemie. Interessanterweise hatten die meisten Wahllokale in Berlin, Charlottenburg und Wilmersdorf nur 2 Wahlkabinen pro Wahllokal. Haben die nicht später eine improvisiert? Es werden ja da extra so Wahlkabinen, also so Metall-Alu-Wahlkabinen werden dann extra an die verschiedenen Orte geschifft von den Bezirksämtern. Und die hatten jeweils 2, sodass natürlich die Schlange runterging bis an die Straße und auch über die Straße hinweg. Und ja, sowas hat man früher eigentlich öfter in den USA gesehen, aber ich kannte das zumindest hier nicht so sehr. Interessant, dann stehe ich da in der Schlange 10, 15 Minuten und dann kommt plötzlich so eine Person raus, eine Frau, und sagt, es tut mir sehr leid. Und wir so, okay, was tut Ihnen denn leid? Ja, es tut mir sehr leid, wir haben keine Wahlzettel mehr. Kein Gag, um 15:30 Uhr, keine Wahlzettel mehr. Und natürlich die Hälfte der Leute, die da in der Schlange standen, das waren mindestens 50 Leute, die Hälfte der Leute waren total aufgeregt und haben rumgeschrien. Viele haben gesagt, ach, da gehen wir jetzt nach Hause. Da waren manche mit ihren Kindern und mit den Kinderwägen und so, die sind natürlich nicht nochmal wiedergekommen. Die Dame meinte, dass sie jetzt schon seit 2 Stunden versuchen, das Bezirksamt anzurufen, auf dass sie neue Wahlzettel und auch neue Wahlkabinen bekommen, aber immer noch nichts angekommen sei. Und die Wahlzettel seien jetzt ausgegangen. Und wir sollen nochmal wiederkommen. Halb 6, also eine halbe Stunde vor 6 soll das Wahllokal schließen und jeder, der dann um 5:30 da ist und in der Schlange steht, wird garantiert noch eingelassen zum Wählen. Dann bin ich tatsächlich um 5:30 nochmal wiedergekommen, wegen DW enteignen und so, das wollte ich mir nicht geben oder nicht entgehen lassen. Und dann stehe ich vorne am Eingang, kurz bevor ich reinkomme, und dann erzählt der eine Typ so ein bisschen darüber, was das für ein Horror war mit diesen 2 Wahlkabinen und dass sie dann im Endeffekt, das ganze Ding hat in der Schule stattgefunden, in so einer Grundschule, evangelische Grundschule. Und dann haben sie im Endeffekt sich in einen dieser Lagerräume begeben, wo so ganz viele so Pappkartons von Lieferungen waren. Und dann haben sie aus Pappkartons, von Müll quasi, Pappmüll, haben sie dann, die Wahlhelfer haben dann quasi Wahlkabinen geschnitten und zusammengeklebt und tatsächlich so mit Teser so zusammengeklebt, dass die wirklich so aussehen wie so eine Wahlkabine mit so einem Winkel und so. Und haben dann innerhalb von dieser Wartezeit, in der es keine Wahlzettel gab, noch 4 weitere Wahlkabinen aufgestellt, sodass es dann natürlich auch keine Schlangen mehr gab, beziehungsweise die Schlange sehr schnell abgearbeitet wurde. Also das ist schon krass. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich will jetzt da keine Verschwörungstheorie oder so starten, auf gar keinen Fall. Aber das war schon ein Erlebnis, das mir kurz mal so ein flammiges Gefühl in den Magen gebracht hat, auf jeden Fall. Das ging aber noch weiter. Das war nicht das Einzige, weil hier schreibt auch Lumpi Lumpinski, hier in Bremen wurde in einem Bezirk die falschen Bögen benutzt, 90% ungültig. Bin halber Bremer, finde ich spannend. What? Ja, meine Mutter ist aus Bremen.
Mein Vater ist aus Graz, reden wir nachher auch noch drüber. Ach, dann haben sie sich in Bayern getroffen. In München getroffen und Gott sei Dank auf Hochdeutsch geeinigt. Das wäre schlimm geworden. Alles klar, zurück zur Wahl. Und zwar tatsächlich sind in deutschen bzw. Berliner Wahllokalen sind ganz häufig falsche Bögen ausgeteilt worden. Wir haben tatsächlich laut Presse, haben wir in 99 Berliner Wahlbezirken eine signifikante Abweichung von den normalen Statistiken, was ungültige Stimmen angeht. Also ist das ganz, ganz absurd gewesen. Ich habe noch eine Story gehört, und zwar hat es jemand auf Twitter gepostet. Ich habe es erst nicht geglaubt und habe es dann aber validiert. Da hat eine Person, die im Rollstuhl sitzt, hat gesagt, dass sie jetzt gelesen hätte, dass sie sich auf Corona-Leugner etc. und Massenverweigerer vorbereiten, indem sie mobile Wahlurnen an einigen Standorten machen. Und das finde ich interessant, weil seit Jahren Leute, die jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder sowas, mit vielen Wahllokalen Probleme haben, weil an die überhaupt nicht gedacht wird und die sich teilweise Treppen hochtragen lassen, dann von irgendwelchen Verwandten, Freunden oder auch einfach nur hilfsbereiten MitbürgerInnen. Und aber nee, für Massenverweigerer, da ist sofort eine Lösung da. Und du hast noch was ganz Grauseliges rausgegrippt. Yo, da share ich auch mal wieder meinen Screen. Einfach nur, weil man es sonst vielleicht nicht glaubt. Ihr habt das bestimmt auch schon gehört, wenn ihr auf Twitter und Instagram unterwegs seid, dann ist das bestimmt nicht an euch vorbeigegangen. Aber im Bergheim, nicht im Berghain, sondern im Bergheim, wurde eine Frau abgewiesen, steht auch lange in der Schlange, will dann wählen und wird abgewiesen, weil sie ein Kopftuch trägt. Und natürlich trägt sie trägt natürlich ein Kopftuch und eine Maske, weil sie muss natürlich mit Maske in das Wahllokal reingehen. Und die Person, die sie abweist, glaubt also, dass damit das sogenannte Vermummungsgesetz, das muss ich mir vorstellen, da gehen tausende von Leuten mit Masken rein und dann redet die über Vermummungsgesetz. Das sogenannte Vermummungsgesetz verletzt wird, dementsprechend Leute natürlich in öffentliche Bereiche nicht vermummt reingehen dürfen. Es geht also um eine unzulässige Verhüllung. Das sei eine Fehleinschätzung gewesen. Da gab es dann viele Kämpfe. Es gibt ein Video von dem Mädel, was nicht reingelassen wurde. Die hat das auch aufgenommen, das könnt ihr auf Instagram sehen. Und erst nachdem sie dann das Bezirksamt selber oder das Rathaus selbst angerufen haben und sich da beschwert haben und dann das natürlich ein bisschen Kreise geschlagen hat und dann das Rathaus anrief in dem Wahllokal, die Person, die dieses Mädel hier abgelehnt hat mit dem Kopftuch, diese Person war auch gar nicht mehr da, das war dann eine andere Person und die haben sich dann dafür entschuldigt und haben sie dann reingelassen und insofern konnte sie ihre Wahl dann auch noch durchziehen. Aber ja, die Frage hier ist für mich, das ist eine Person gewesen mit einem Kopftuch, die ein Video dabei hatte, eine Videokamera dabei hatte, eine Instagram-Live-Kamera, das mit aufgenommen hat, veröffentlicht hat und die dann auch wirklich drauf bestanden hat und ans Bezirksamt, ans Rathaus gegangen ist. Ich frage mich, wie viele mehr Leute da noch abgelehnt wurden und wie viel mehr das noch passiert ist in Deutschland. Das ist echt krass, heftig. Das hat mich auch ein bisschen geschockt. Tatsächlich geht es noch weiter. Ich habe vor der Wahl schon mitbekommen, dass vor allem für den Volksentscheid falsche Bögen zur Briefwahl ausgesandt wurden. Und weil Samuel jetzt schon so ein bisschen drängelt und sagt so, ja, schöne Anekdoten, aber jetzt Tacheles. Tatsächlich, Martin Sonneborn hat heute verkündet, dass sie sich Rechtsberatung gegriffen haben und dass sie die Berliner Wahl anfechten werden. Ich kriege da so ein bisschen... Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Ich kriege da so ein bisschen mulmiges Gefühl, weil wir haben immerhin den Volksentscheid gewonnen. Wobei, der irgendwo ja, hinfällt, ist eigentlich Norman. Unabhängig davon. Hoffe ich sehr. Tatsächlich ist es aber so, also es sind genug, es, laut dem Anwalt, es sind genug Sachverhalte aufgelaufen, als dass man eine eingehende Überprüfung der Wahl durchführen müsste. Und es kann tatsächlich passieren, dass die Wahl für ungültig erklärt wird, was natürlich ein GAU wäre. Aber an der Stelle wieder auch in meinen Augen ein Beispiel dafür, dass Sonneborn politisch manchmal ernster ist, als es viele Leute gerne hätten, weil das anscheinend hat der Spaß da ein Loch und jetzt wird Tacheles geredet. Finde ich spannend. Alright, genug zur Wahl? Genug zur Wahl. Kommen wir zu einem unserer Lieblingsthemen. Amazon. Mhm. Vielleicht habt ihr es gesehen. Es hat ein Bild vor so ein paar Wochen ziemlich die Runde gemacht. Ich share auch nochmal meinen Screen. Sekunde. Das mache ich jetzt die ganze Zeit. Bim, bim, bim. Zack. Und zwar dieses Bild hier. Ja. Einfach mal auf sich wirken lassen.
Das ist ein Amazon Distribution Warehouse in Tijuana, Mexiko. Und ja, schaut euch mal die Umgebung an. Das allein hat schon dafür gesorgt, dass so sehr, sehr viele Memes kursiert sind von wegen This is capitalism for you. Das ist das This is capitalism picture of the year, schreibt Charmaine Chua hier. Aber sie berichtet halt auch noch über den Hintergrund, der eigentlich fast noch grotesker ist als dieses Bild, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann. Und zwar geht das wie folgt. Um zu verstehen, als allererstes müssen wir erstmal verstehen, wie Amazon funktioniert. Es gibt dieses Tijuana Distribution Center, das nennt sich auch DC, Distribution Center. Und das steht natürlich in Relation zu dem größeren Netzwerk an Distribution Centers in den USA und in Mexiko. Und Distribution Center bedeutet so viel, das sind die Orte, von denen, wo extrem viele von diesen Waren liegen, von denen sie dann diese Waren rausschicken an all die Menschen, die dort Sachen bestellen. Ja? Und Charmaine zeigt auch, ganz kurz, ich zeige euch mal das Bild. Genau, das war nicht das hier, sondern das hier. In den USA sieht das so aus. Amazon hat da ungefähr so viele Distribution Center in den Ballungsorten, in den großen Cities, den Megacities an den Ufern natürlich viel, viel mehr. Landinneren sind es dann halt nur ein oder zwei pro Bundesstaat und manche Bundesstaaten haben gar keine. Und wenn man sich Mexiko ansieht, dann sieht das ähnlich aus. Hier sieht man die roten Punkte, das sind die Distribution Centers. Und es gibt natürlich einige, die direkt an der Grenze hier liegen. Und dafür gibt es auch einen Grund. Ja? Und Tijuana ist auch eins davon. Das Tijuana Distribution Center liegt ungefähr, das ist damals der Aufbau dieses Distribution Centers hier gewesen. Und es liegt ungefähr mit dem Auto, da fährt man hier über so einen Grenzübergang, es liegt 24 Minuten entfernt von den USA und von dem nächsten kleinen Ort, wo Amazon direkt die Waren empfangen kann und von dort aus weiterschicken kann. Aber was für Waren kommen da eigentlich an? Und hier wird es jetzt wirklich grotesk. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass als Trump an die Macht gekommen ist, im zweiten Jahr, fing er an, diesen Handelskrieg mit China zu eskalieren und immer extremere Zölle auf China auszuüben und hat damit auch einiges an Geld gemacht. Also bis zu 200 Milliarden Dollar wurden dann für die USA in Zöllen gemacht und für E-Commerce-Unternehmen, die natürlich irgendwelche Teile, irgendwelche Waren aus China in die USA schicken wollen, beziehungsweise holen wollen, so wie Amazon, wird das natürlich extrem schwierig, weil sie dann für jede Ware, die sie da verkaufen müssen, dann noch extra Zoll oben drauf machen müssen, draufpacken müssen. Ja. Damit ist dann der Preis höher und die Nachfrage wird nicht mehr so stark sein. Ich mache mal kurz den Screen zu, dann könnt ihr mich sehen. Was ist jetzt also die Lösung dafür? Es gab ein kleines Loophole. Und dieses Loophole besagte, dass wenn eine Ware ungefähr 800 US-Dollar oder unter 800 US-Dollar viel wert ist, dann kann man sie reinschicken und zwar zollfrei reinschicken in die USA. Nun gibt es natürlich extrem viele Waren wie große Fernseher und auch teure Telefone und so weiter, die mehr wert sind als 800, ja, Computer und so weiter. Nun, was wird in Tijuana gemacht? Die nehmen sich, die kriegen diese Waren dort an, aus China zum Beispiel. Dann haben die da Experten, Ingenieure, die natürlich auch alle zu Mindestlöhnen und so weiter bezahlt werden, die diese Waren auseinandernehmen, in ihre Einzelteile zerbauen, dann in ihren Einzelteilen verpacken. Das ist kein Gag. In den Einzelteilen verpacken. Und dann damit über die Grenze marschieren. Auf das dann gesagt wird, oh ja, okay, das ist natürlich weniger als 800 Euro wert, weil wenn du einen Computer zerlegst in, weiß ich nicht, Bildschirm und Tastatur, dann ist das vielleicht nicht mehr 1000, sondern vielleicht dann 400 und 500 Dollar wert. Und so umgehen sie den Zoll und dann, 24 Minuten später, nachdem sie mit dem Auto rübergefahren sind, bauen sie die Sachen in dem Distribution Center an der Grenze wieder zusammen und von dort aus werden sie dann in die USA geliefert, um Kohle zu machen. No joke. Das, aber, ja. Scheiße. Aber tatsächlich, ja, also und natürlich müssen wir auch darüber reden, super ausgebeutete Arbeitskräfte in Mexiko, die kriegen maximal 9 US-Dollar pro Tag teilweise. Ja? Also es gibt da Leute, die kriegen 9 US-Dollar pro Tag einfach mal. Die arbeiten in diesen
Warenhaus, bauen Sachen auseinander und dann wird auch wird dieser Zoll super umgangen. Nicht, dass ich diesen Zoll genial finde oder super finde, das ist nicht, was ich sage, aber ja, die Kreativität, also da soll wirklich einer nochmal sagen, dass der Kapitalismus nicht innovativ ist. Wenn es um Profite geht. Apropos, ich habe noch was ganz Innovatives, und zwar wieder Amazon. Tatsächlich auf Heise Online gelesen. In den Führerhäuschen von den Lieferwegen von Amazon-Lieferfahrern sind Kameras installiert. Und diese Kameras sind dazu da, um zu überprüfen, natürlich zu unserer Sicherheit, dass die Leute, die fahren, auch keinen Scheiß machen. Also da wird zum Beispiel aufgezeichnet, ob sie sich mit ihrem Handy beschäftigen, ob sie Gefahrensituationen richtig erkennen oder sowas. Und jetzt kommt aber das Allerhärteste und davon sind deren Bonuszahlungen, die wahrscheinlich das Einzige sind, was das auf ein erträgliches Mindestmaß, wenn überhaupt, hebt, die Gehälter. Also dann gekürzt. Genau. Das heißt also, wenn du zum Beispiel beim auf Handy gucken erwischt wirst oder wenn du den Mindestabstand nicht einhältst von deinem Auto zu dem anderen Auto, dann kriegst du automatisch generiert quasi Verwarnungen und die werden dann von deinen Bonizahlungen abgezogen. So, und jetzt kommt halt der Knaller, weil natürlich, das ist wieder so eine von den Sachen, wo es für, sagen wir mal, unbedarfte Ignoranten sagen, ja, aber das ist ja zu unserer Sicherheit. Nee. Ist es nicht, tatsächlich, wie gesagt, der Heise-Artikel ist super, wir verlinken den auch. Es ist tatsächlich so, dass die unglaublich viele False Positives ausspucken. Und zwar, wenn Leute vor dem Lastwagen einscheren, ist schon noch nie passiert auf der Autobahn, dass vor dir jemand einschert, dann gilt das schon, zack, als Abstandsverletzung und ein Euro weniger oder wahrscheinlich wesentlich mehr. Das Gleiche ist es, wenn sie zum Beispiel sich zur Seite drehen oder sowas um kurz, weil irgendwas runtergefallen ist oder um irgendwas kümmern, was im Führerhäuschen gerade unterwegs ist, was im Alltag im Auto ja irgendwann mal passieren kann, ist zack, Ablenkung vom Fahren geht runter vom Bonus. Und finde ich total witzig, weil in dem Moment merkt man auch wieder, gerade so dieses KI-Thema etc., sowas, die funktionieren immer genauso, wie sie sollen. Das heißt also, hier wird einfach mehr Profit generiert für Amazon. Es wird schön verkauft als Sicherheitsbewusstsein. Wenn es wirklich dem so wäre, hätten sie in meinen Augen aufwendigere Tests gefahren, ob mit False Positives etc. Aber es war ihnen wahrscheinlich mal mindestens scheißegal, wenn nicht sogar gerade recht. Geiler Scheiß. Krasser Scheiß. Auf jeden Fall. Es gab einen Kommentar, da wollte ich kurz drauf eingehen. Ich sage jetzt einfach TT, okay? TT, nicht TT. Das ist bald. War zu lang jetzt, glaube ich, oder? Okay. So, auch die Amazon-Auslieferer haben ein Tracking im Handy. Ja, es gibt eine tolle Folge, die Daniel gemacht hat, und zwar ging es um die Lieferando. Mit Nils. Genau, die Lieferando und auch den Lieferando-Arbeitskampf, wo Nils genau davon erzählt, wie auch Lieferando-Lieferfahrer getrackt werden. Und wenn sie dann einmal irgendwie sich kurz verfahren oder so, da auch sofort Stress passiert. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, unsere Folge zu Lieferando. Sehr, sehr interessant und auch sehr informativ, was für Kämpfe wir eigentlich zu kämpfen haben. Hast du noch was? Ich habe noch eine Sache, weil ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Es waren die Gemeinderatswahlen in Grautz, da wo ich zur Hälfte herkomme. Ich bleibe beim Hochdeutschen, keine Sorge. Mein Vater ist Grazer, ich bin oft in der Stadt unterwegs, habe auf dem Hauptplatz geschnorrt, im Café Erzherzog Johann Sachertorte gegessen. Also Graz und ich, wir kennen uns. Und in der Stadt mit dem, ich glaube, es heißt nicht mehr Arnold Schwarzenegger Stadion, weil er den Typen hat hinrichten lassen. Aber anyway, es hatte mal das Arnold Schwarzenegger Stadion. Kult. Anyway. Die haben gewählt und nachdem die Kommunisten, und ich rede wirklich von den Kommunisten, ich rede nicht von irgendwie einer bisschen roter lackierten linksliberalen Partei, sondern die KPÖ hat 2017 schon relativ krass abgeräumt, aber jetzt hat sie wirklich den Bogen. Überspannt ist ja ein falscher Ausdruck, aber sie haben es einfach, ich mache mal hier Screensharing. Sie haben einfach mal, jetzt gibt es hier gleich eine Inception. Bop. Genau, hier.
Sie haben gewonnen. Die Kommunistische Partei Österreichs hat mit fast 30% die meisten Stimmen in der Gemeinderatswahl in Graz bekommen. Leningrads. Warte. Stalingrads, genau. Da wollte ich jetzt noch eben drauf zurückkommen, weil tatsächlich hat sich auch die Tagespresse, das ist so ein bisschen der österreichische Passiv, hat sich nicht entblöden lassen, einen Artikel zu schreiben, analog zu den Flüchtlingen in Kabul vor den Taliban. Haben sie dramatische Szenen, spielen sich derzeit am Grazer Flughafen ab. Hunderte verzweifelte Mitglieder der ÖVP wollen einen Platz auf einem der letzten Flüge aus Graz. Grund, die ÖVP hat Angst um das Leben ihrer liebsten Eigentumswohnungen. Bausparverträge. Und tatsächlich, der Ort ist Stalingrad. Und wie die alle da Trachten tragen, wenn sie, ja, werden sie da weg. Großartig. Ja. Ich habe tatsächlich an der Stelle, warte mal, stop sharing. Wow. Pure Inception. Wow. Ich habe an der Stelle tatsächlich auch kurz mit meinem Vater mal bekakelt. Der hat gemeint, er ist jetzt nicht allzu hoffnungsvoll. Vielleicht gibt es einen kommunistischen Bürgermeister, eine kommunistische Bürgermeisterin wäre das in dem Fall. Aber er glaubt tatsächlich, und er kennt seine Pappenheimer, er ist schließlich ganzer Österreicher, ich bin der Häuber. Er glaubt, dass da jetzt ganz, also das ist so der Moment, wo sich alle einen werden. Und plötzlich ist allen, auch Linksliberalen, klar, für wen sie nicht sind. Und da wird dann wahrscheinlich ganz klar Front gegen die KPÖ gemacht. Wir werden es beobachten, was da stattfinden wird. Wir bleiben am Ball. Ich freue mich trotzdem wie Bolle. Ich meine, stellt euch das mal vor. Also erstmal, stellt euch vor, wir hätten eine ernstzunehmende kommunistische Partei in Deutschland. Moment mal. Also. Wenn es jetzt die Partei Sozialist, warte, die Sozialistische Gleichheitspartei. Es gab noch ein paar andere. Warte. Naja, die DKP und die MLPD, die sind natürlich total ernst zu nehmen. Nächstes Thema. Leute, habt ihr noch irgendwelche Themen, über die ihr sprechen wollt? Gibt es noch irgendwelche Kommentare, irgendwelche Fragen? Weil ansonsten sind wir jetzt durch mit unserem Kram. Oder hast du noch was? Ich glaube, das war's. Alright. Jetzt auch schon das dritte Bier. Wir sind auch schon. Oh, der gewaltbereite linke Chaot ist da. Hi, Leute. Ich hoffe auch, dass Elke K. Ich glaube, das ist die Spitzenkandidatin der KPÖ. Okay. Ey, es wäre schon Porno. Ganz ehrlich. Ich meine, Graz, man muss ein bisschen forschen. Graz, beziehungsweise die Steiermark, ist so ein bisschen das Bayern von Österreich. Das heißt, so von dem konservativen Österreich, die konservativen Steirer. Ja. Und deren Hauptstadt, das hat schon was. Das hat schon echt was. Warum brauchen wir eine kommunistische Partei? Das ist doch Bullshit. Warum sollen wir 100 Jahre zurück? Nein, Kommunismus ist in der Zukunft, mein Freund. Und wir sind Kommunisten hier, deswegen, Anarcho-Kommunisten. Du bist Anarcho-Kommunist. Nein, ich verstehe den Einwurf. Ich verstehe jetzt auch, woher du kommst. Es ist nicht notwendig, dass wir so sehr an diesen Worten festhalten, dass wir uns da Gedanken darüber machen, dass wir damit auch Leute vergraulen. Aber wir sind ja jetzt auch im Stammtisch-Segment. Es ist Stunde 2, Minute 52. Jeder, der jetzt noch hier ist, der mag uns. Genau. Der ergibt uns das. Nein, tatsächlich geht es mir einfach darum, dass es ist einfach krass, wenn in so einem super reaktionären Umfeld plötzlich Leute mit diesen Inhalten punkten können. Das ist einfach spannend und ich freue mich. Punkt. Ich bin ja nicht vergrault, aber Wording ist wichtig, sagt Samuel. Die Frage ist, was versteht ihr unter Kommunismus? Klassenlose Gesellschaft und Produktion zu dem Wohl aller Menschen und nicht zum Profit. Wenn du es so definierst, bin ich vorbehaltlos dabei. Also nicht Produktion zur Ausbeutung von Wert, sondern Produktion zur Herstellung von Wohl und Wohlstand aller Menschen. Was äquivalent ist mit einer klassenlosen Gesellschaft, was nicht alle Probleme löst der Welt, was nicht Rassismus löst, was nicht Sexismus löst automatisch, aber auf jeden Fall eine notwendige Bedingung ist, um diese Probleme auch langfristig zu lösen. Das wird mir jetzt wieder zu ernst. Ja. Cheers. So, Leute, haben wir einen kurzen Ausblick. Was steht an? Ich hoffe, das ist jetzt nicht so laut, weil ihr habt gesagt, das soll laut fallen. Was steht diesen Monat an? Wir machen noch Timo Daum. Nein, am Sonntag haben wir einen Crossover mit der Kommunistenkneipe. Das ist ein geiler Podcast auf YouTube. Also Samuel, wenn dich Kommunisten interessieren oder auch nicht interessieren, ich glaube, das wäre trotzdem interessant, da mal reinzuschauen. Zumindest in den Crossover oder vielleicht auch in den Podcast von der sogenannten Kommunistenkneipe. Nächste Woche spreche ich mit Kerem Schamberger und Rosa Burch über Kurdistan. Und versuche mal abzureißen, was da eigentlich die Problematik ist.
und worum wir Linke uns kümmern sollten. Am 9.2. hat Fabian eine Folge geplant mit, wie ist sein Name, Ronny Rode, und es geht um antimaterialistischer Antisemitismusstudien. Also es geht darum, sich Antisemitismus anzuschauen, nicht nur aus dieser antideutschen, deutschen Staatsräson, sondern sich wirklich mal anzuschauen, was das eigentlich aus einer materialistischen Sicht bedeutet. Am Samstag, den 16. Oktober, haben wir ein Crossover mit dem Podcast Morph mit Meinung. Der kommt nach Berlin, kommt uns besuchen. Hoffentlich sind wir dann gemeinsam im Studio. Sonntag danach, am 17., habe ich einen englischen Podcast mit Zero Books aus den USA. Am 21. strahle ich Klaus Müller aus, ein Professor für marxistische Geld- und Werttheorie, und wir reden über marxistische Wert- und Geldtheorie. Das ist schon passiert, das Interview, das wird dann ausgestrahlt. Und direkt am Sonntag danach Michael Heinrich zu seiner marxistischen oder monetären Geldtheorie. Das heißt, das wird eine Theoriewoche und es geht um Geld. Extrem wichtig, meiner Meinung nach. Da solltet ihr alle reinschauen. So blank drin, ne? Wir haben außerdem Simöske heißt sie, glaube ich. Ich spreche den Nachnamen bestimmt falsch aus jetzt. Das tut mir sehr leid. In einem Crossover am 25. Oktober. Jo. Und am 28. Oktober haben wir unsere 10. Folge. Die wird wahrscheinlich mit Timo Daum sein. Timo Daum wird uns in der 10. Folge besuchen. Zu agilen Kapitalismus, was wir beide als Wir sind halt beide ITler und machen viel so Agilität in der IT und so. Und dann, das wird, glaube ich, ein spannendes Interview. Interviewt der uns oder wir ihn? Das wird interessant. Und ich möchte einen ganz kleinen Ausblick, kann ich noch ganz kleinen Ausblick? Schimöske, so wird sie ausgesprochen. Richtig, die Idee. Schimöske, genau. Wir machen kurz darauf, ein Crossover mit den Genossen von Übertage. Und das ist längst überfällig. Am 1. November, aber das ist ja dann schon. Das ist aber trotzdem, kann man nicht früh genug für Werbetrommel sein, weil die sind einfach echt stabil. Fantastischer Podcast, über Tage, hört sich das an. Haben leider keine YouTube-Show, sondern nur Audio-Podcast, aber exzellent. Ja. Okay, Leute. Dann. Habt einen schönen Feierabend. Und wir sehen uns bald. Bis dann. Leute, wir brauchen eure Hilfe, und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter, wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. Instagram sowieso, genau, gebt uns dort einen Follow, liked dieses Video bitte, überhaupt jedes Video, das ihr euch anschaut, bitte liken, warum nicht, ist doch einfach nur ein Klick da, damit helft ihr uns ungemein. Wenn ihr uns abonniert auf YouTube, klickt auch die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir live gehen, dann könnt ihr dazukommen. Je mehr Leute live mit uns unterwegs sind, desto besser sind dann auch die Views und desto besser ist das für den Algorithmus. Wir haben außerdem ein Patreon-Konto. Genau. patreon.com/99:1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch ein Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben. Und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me/99:1 Link, falls ihr denkt, naja, sind schon schnaffte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben. Insofern, wir sind wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.